Herzlich willkommen bei den Championship Rounds, bei der letzten Ausgabe für diese Woche. Die UFC 274 Preview steht an mit Florian David, mit Sebastian Hackel, mit euch, mit guter Laune, mit natürlich wenig Schlaf. Das ist ja Tradition hier. Wir haben beide einen harten Tag hinter uns. Und nach einem harten Tag, da nimmt man am besten den Multikomplex mit Zink, denn diese Ausgabe wird zu euch gebracht, in euer Wohnzimmer, in euer Arbeitszimmer, in die Bahn, ins Auto, wenn ihr Staubsaugen seid oder in der Badewanne sitzt, vom YPSI Shop. Geht auf ypsi-shop.com, gebt den Promocode Hackman ein und bekommt 10% auf alle Supplements von Wolfgang Unsöld. Das ist ein Fachmann. Alle Supplements sind gecheckt auf verbotene Inhaltsstoffe. Es sind nur die besten Inhaltsstoffe drin. Zum Beispiel hier beim Multikomplex mit Zink. Ich lese mal vor: Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin C, Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Echt? Das ist eine Liste, ich bin noch nicht mal mit einem Drittel durch. Also das ist ein perfektes Supplement, wenn ihr ja eure Nahrungsmittelzufuhr, eure Mineralienzufuhr ergänzen wollt, komplettieren wollt, auf bestes Niveau bringen wollt. Es ist ja immer auch noch so, Corona und Pandemie ist noch nicht ganz vorbei. Da ist es gut, wenn man ein gutes Immunsystem hat, wenn die Vitamine am Start sind und die Bakterien bekämpfen können. Also ypsi-shop.com, Promocode Hackman, 10% off All Supplements und ein Teil des Erlöses fließt diesen beiden Radiogesichtern zu Flo und mir. Sehr nice. Ja, Mikronährstoffe sind eine Sache, die werden von vielen Leuten, vor allem von Leuten, die sich natürlich erstmals mit Ernährung beschäftigen, den Fitness-Sport gegebenenfalls, ist ja ganz typisch heute, da reinkommen, sind erstmal Fokus auf die Proteins, dann achtet man irgendwie ein bisschen auf Fette. Aber Mikronährstoffe braucht der Körper auf jeden Fall, um zu funktionieren. Häufiger auch, um die Makronährstoffe aufzunehmen, dementsprechend sinnvolle Sache. Sehr cooler Sponsor auf jeden Fall. Vielleicht bräuchten wir noch so ein neues Canceling-Kopfhörer als Sponsor, dann könnten wir die Staubsaug-Podcast-Erfahrung noch mal ein bisschen perfektionieren. Ich kann auch hier mit der Dose ein bisschen rütteln. Damit ja auch, ich nehme jetzt einfach so mal plakativ, ne? So ist unser Sponsor und manchmal heucheln ja Podcaster und die nehmen das Zeug gar nicht, ne? Ihre Pülverchen und ihre Intimrasierer. Hier, ich habe mir jetzt die Zinkkapseln rein. Multivitamin mit Zink, weil ist auch wirklich ein harter Tag. Ich bin jetzt 14 Stunden wach. Aber bestes Zeug, bestes Zeug. Nächstes Mal stelle ich das nächste Supplement vor. Mann, ich bin seit 6 Uhr wach. Bei uns ist jetzt 20:01 Uhr. Hab nicht gelogen, ne? 14 Stunden wach. Und war heute schon im Studio, habe Wrestling vertont. Heute ist Mittwoch, der 4.5.2022. In 2 Stunden läuft meine Sendung auf ProSieben Max. Aber ich habe mir gedacht, Flo, wir müssen den Leuten eine UFC 274 Vorschau bieten. Denn da ist mächtig was geboten. Ich habe übrigens noch das gleiche T-Shirt an wie heute Morgen im Studio. Ja, ihr riecht es ja nicht, aber egal. UFC 274, Oliveira gegen Gaethje, Footprint Center. Gerade kam die E-Mail von der UFC, Phoenix, Arizona. Da habe ich auch schon mal kommentiert tatsächlich in dieser Arena. Samstag, 7. Mai ist es soweit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, live ab 4 Uhr, bin ich am Mikrofon zusammen mit Peter Sobotta auf der Zone zu hören, wenn ihr die deutsche Tonspur bevorzugt. Gibt natürlich auch das Original zu hören. Und die Main Card hat es tatsächlich in sich. Also, meine Herren und Damen, es geht um den Titel im Leichtgewicht. 5 Runden. Charles Oliveira, der Champion, mit der Wahnsinnsserie gegen die Nummer 1 der Division, Justin Gaethje. Natürlich sprechen wir auch noch um den Titelkampf im Strohgewicht. 5 Runden da zwischen Rose Namajunas, der Championess, und Carla Esparza, der Nummer 2 der Welt. Und dann gibt es noch ein Matchup, das ich auf jeden Fall beleuchten möchte. Extensivst Michael Chandler, die Nummer 5 im Leichtgewicht, 3 Runden gegen Tony Ferguson, die Nummer 7 im Leichtgewicht. Ey, aber das ist noch lange nicht alles. Let's get started, let's go. Fangen wir oben an, oder? Also Krone im Lightweight ist auf jeden Fall eine Sache. Ich glaube, die bringt auch, also diese Krone hat ganz viele Leute zum Sport gebracht in den letzten 10 Jahren. Lightweight, Krone ist halt einfach was ganz, ganz Besonderes, wie ich finde, wie sie auch immer war. Es gibt ja so Divisionen, die so ihre Peaks haben, dann mal so ein bisschen abflachen, wo man sich denkt, ah, gerade ist ein bisschen der Wurm drin, aber die kommen wieder. Light Heavyweight, nachdem Jon Jones es fallen gelassen hat, war mal so eine kurze Zeit irgendwie ein bisschen die Luft raus, ein bisschen an der Spitze, aber Lightweight ist halt einfach immer, immer krass. Und Charles Oliveira ist jemand, der ja ganz viele Leute auch mitreißt. Also für mich ist auch wirklich, Charles Oliveira ist einfach so eine Person, die man lieben muss. Ich sage nicht, dass wir Feinde werden, aber ich glaube, wir können keine Freunde werden, wenn du wirklich sagst, du hast was gegen den. Das geht irgendwie nicht. Charles Oliveira ist jemand, der muss eigentlich im Platz von jedem MMA-Fan sein. Man kämpft halt gegen The Highlight. Dieser Kampf wird krass. Also das ist quasi garantiert.
Ich gebe dir recht, also wer Charles Oliveira nicht mag, sofort meine Nummer löschen, will nichts mit dir zu tun haben. Auf der anderen Seite der Medaille hast du natürlich Justin the Highlight Gaethje, wie schon erwähnt. Ali Abdelaziz hat heute getwittert, nee, war gestern, glaube ich. 10. UFC-Kampf, 9. UFC-Main-Event von Justin Gaethje. Stimmt nicht ganz, ich habe ein bisschen recherchiert, aber der gute Mann übertreibt ja gerne ein bisschen. Hype das Ganze, ist ja auch in Ordnung, das ist sein Manager, der muss sich um die Promotion kümmern. Aber es war tatsächlich so, bei fast allen seiner UFC-Kämpfe ist er entweder im Main Event, also er ist öfter im Main Event als nicht, oder einer der Top-Fights auf der nummerierten Pay-Per-View-Main-Card. Es ist kein Prelim-Fighter. Der Mann hat nicht ganz unten angefangen. Als der rüberkam von der World Series of Fighting in die große Liga, in das große Haifischbecken, die große Promotion UFC, da ist er direkt an der Spitze losgestartet. Also der hatte es nicht leicht, aber Justin Gaethje steht jetzt zum zweiten Mal in einem Titelkampf. Es war ja schon mal dieser Interimstitelkampf gegen Tony Ferguson, den hat er ja für sich entscheiden können, aber den ersten Titelkampf, die erste Chance, hat er nicht nutzen können gegen Khabib. Das war dann am Ende eine Niederlage durch Submission, sehr, sehr definitiv. Jetzt also der zweite Anlauf gegen Charles Oliveira. Ich falle jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus, Flo. Wen hast du da vorne? Ich bin so ein bisschen hin und her geschwankt. Also das Matchup ist ja schon relativ lange klar, nicht so final mit Datum, aber es war irgendwie klar, das wird kommen. Ich war zu Beginn irgendwie bei, ja, Charles ist gerade auf einem ganz anderen Level. Und so ein bisschen dieses Gefühl eingeschlichen oder so. Ich würde fast sagen, die Angst, ich habe nichts gegen Gaethje, ich liebe es, den Mann kämpfen zu sehen, immer so, ja, ein bisschen der Gedanke, hey, vielleicht knockt er den kalt aus, irgendwie, weiß nicht, dieses Gefühl ist da. Und inzwischen bin ich wieder back bei Charles ist auf einem anderen Level, aber wenn ich so ein Hin und Her habe und jemand bin, der sich über den Kampf ja auch wirklich relativ viele Gedanken macht, dann heißt das für mich einfach nur, ich kann es beim Besten nicht sagen. Okay, das ist eine faire Antwort. Es sind zwei Elite-Kämpfer. Dann kommen wir einfach mal zur Rollenverteilung. Vielleicht ist es ja so, so ist es ja oft bei solchen Diskussionen, wenn man sich alle Fakten und Zahlen nochmal um die Ohren haut, dann bildet sich irgendwie so im Unterbewusstsein wenigstens ein kleines Urteil. Meiner Meinung nach hat Gaethje die Power. Ich glaube, da lässt sich nicht viel drüber Klar. anderes sagen. Charles Oliveira ist lang, er ist unangenehm im Stand, er ist stark im Clinch und er ist super am Boden. Ich sag, wenn das Ding auf den Boden geht, dann hat Gaethje ein Problem. Also da 100%. erinnere ich mal auf den Habib, an den Habib-Kampf und er hat es ja selbst gesagt. Charles Oliveira muss wie Habib durch die Hölle gehen. Weiß jetzt nicht, ob Habib durch die Hölle gegangen ist. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber diese Aussage, da stoppe ich schon zum ersten Mal und bitte da mal um deine Meinung, denn das ist schon wieder so eine Kapitulation von Justin Gaethje. Wenn es auf den Boden geht, lese ich da zwischen den Zeilen, dann verliere ich. Er muss jetzt erstmal durch die Hölle gehen, im Stand mache ich ihn weg. Aber was ist denn, wenn es auf den Boden geht? Hat er dazugelernt seit dem Habib-Kampf oder gibt er da einfach auf, streicht er die Segel? Ich hatte irgendwie das Gefühl, Justin Gaethje war psychisch in dem Khabib-Kampf nicht Justin Gaethje. Also der war ja kurzzeitig natürlich irgendwie bereit, in den Krieg zu gehen, aber der war so früh im Rückwärtsgang, dass ich ja irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass der selbst von überzeugt war, diesen Kampf gewinnen zu können. Und ich glaube nicht, dass der mit gleichem Gefühl, zumindest nicht in der Intensität, irgendwie gegen Charles Oliveira antritt. Also ich hätte mir von Justin Gaethje halt erhofft, dass der gegen Khabib irgendwie voll auf so einen Uppercut lauert, wenn der zum Shoot geht und weiß nicht, drauf, ja, wie gesagt, halt irgendwie drauf lauert, selbst Schaden machen zu können. Das Gefühl hatte ich nie. Ich hatte richtig das Gefühl, dass er kapituliert, dass ihm das alles zu viel wurde, dieser Druck. Und ich glaube natürlich, ne, es geht wieder um den Gürtel, es ist ein nummerierter Pay-Per-View, es ist natürlich der Main Event. Aber ich glaube nicht, dass der Druck vergleichbar groß ist, als gegen das vermutlich beste Lightweight aller Zeiten anzutreten. Ich denke auch, diese Szenen einfach, also du, natürlich, du versuchst dir ja auch irgendwie ja, Dinge zu nehmen, anhand deren du dich motivieren kannst und dir selbst sagen kannst, ey, guck doch mal, das sind Siegeschancen. Und du hast Charles halt verletzt gesehen. Du hast den Mann schon, ich sag mal, brechen sehen, dem wird häufig vorgeworfen, ja, der hätte irgendwie nicht diesen Biss. Natürlich, die letzten Kämpfe zeigen was ganz anderes, aber man hat einfach schon gesehen, dass man den Mann auch brechen kann. Und ich glaube, allein daran wird er sich viel mehr irgendwie auch mental aufbauen können, als halt gegen jemanden anzutreten, der noch nie eine Runde verloren hat, vermutlich. Das glaube ich schon eine ganz, ganz andere Hausnummer, gegen Khabib anzutreten. Aber dass er jetzt plötzlich so viel BJJ irgendwie nachgeholt hätte, dass er da ja irgendwie glänzen wird und was weiß ich, Situationen irgendwie umdrehen wird, gegebenenfalls selbst Submission-Gefahr gegen Charles Oliveira ausstrahlen wird, das glaube ich nicht.
Aber ich glaube halt, er wird einfach selbstbewusster im Stand stehen. Hat auch viele Steine umgedreht. Ich habe August 21 eine Notiz mir aufgeschrieben, dass der angefangen hat, mit einem privaten Fitnesscoach zu arbeiten. Also sehr früh irgendwie schon die Ernährung auch umgestellt, versucht also sich körperlich sogar noch weiterzuentwickeln. Hat halt nach wie vor einen super Coach. Dass man Charles auch treffen kann, das haben wir eigentlich auch in jedem seiner Kämpfe gesehen, dass der Mann auch wackeln kann. Und ich glaube, wie gesagt, einerseits, da gibt es viele Dinge, mit denen er sich selbst motivieren kann. Da gibt es viele Sachen, an denen so ein super Coach auch einfach ansetzen kann. Und ja, ich denke, wie gesagt, es ist eine ganz andere Situation, gegen Khabib zu kämpfen. Die Frage ist nur, wann ist Charles Oliveira zuletzt gebrochen? Nicht, wann hat er zuletzt gebrochen? Ich weiß nicht, wie hart er trainiert hat. Wann ist er zuletzt weggebrochen? 10 Siege in Folge. Klar. Also, Charles Oliveira hat mich überzeugt Aber und du kannst ja selbst in den letzten zwei Kämpfen Momente ausmachen, in denen er gewackelt hat, wo sich so ein Gaethje sagen kann, ey, da nachsetzen und dann hast du den auch. Weißt du? ja, aber wenn du gegen Michael Chandler kämpfst und nicht irgendwann mal wackelst, dann Ja, klar. Aber fast untouchable, möchte ich mal sagen, ne? ja gut, aber hattest du das Gefühl, Gaethje Chandler, da haut irgendwie einer fest dazu? Also Ich allein, wie fand, lange du überlegst, heißt ja, du kannst dir ähnliche Chancen ausmalen, da gleichermaßen fest reinzuhauen. ja. Sagen wir mal so, also ich sehe dieses Matchup folgendermaßen. Charles Oliveira hat mehr Wege, die zum Sieg führen können, als Justin Gaethje. Safe. Wir wissen alle, was Justin Gaethje macht. So, nach gefühlt 3 Minuten gegen Michael Chandler waren beide komplett ausgepumpt, beide komplett leer und haben in der Hölle gekämpft, bei 1000 Grad und offenes Visier. Und das ist genau die Welt von Justin Gaethje. Ballerei, ich hau härter zu als du. Safe, glaub mir das. Und so, das ist Modus operandi von Justin Gaethje. Aber das ist nicht so gut gegen Charles Oliveira, weil er eben so viele Wege hat, die zum Sieg führen, wie mein Argument eben ist. Man zweifelt oft an ihm, ja, da hast du schon recht, weil er Schaden nimmt, weil er Treffer kassiert, weil er in Bedrängnis gerät. Aber ich sage dir, Gaethje hat ein paar Wege, die er hier auf keinen Fall einschlagen darf, denn Oliveira ist auf so viele Arten und Weisen gefährlich. Wenn die in der Mitte auf dem Boden liegen, da setze ich alles Geld auf Oliveira. Wenn die am Zaun in der Position sind, wo Oliveira die Möglichkeit hat, auf den Rücken zu klettern, wette ich alles Geld auf Oliveira. Auch im Striking ist er viel länger, ist viel größer, ist mittlerweile super unorthodox und super unbequem. Was ich damit sagen will, wenn beide Bauarbeiter sind, dann hat Charles Oliveira einen riesengroßen Werkzeugkoffer. Der hat alle möglichen Schraubenschlüssel drin und einen Hammer. Justin Gaethje hat so ein kleines Döschen, aber da ist ein fetter Vorschlaghammer Wollte ich drin. gerade Wenn er mit sagen, dem es gibt so. Trifft, dann ist halt gute Nacht. Dann kannst du mitbringen, was du willst. Ja, es gibt halt so. Also, ne, keine Ahnung. Ich hätte vielleicht die Metapher irgendwie, Charles Oliveira ist halt irgendwie so ein Schweizer Taschenmesser, hat irgendwie so alle Funktionen, aber so eine große Klinge, für manche Sachen ist die halt auch einfach effektiver. Ja, das ist ein Säbel. Ja. Low Kicks können natürlich Mobilität ganz krass ra rauben. Charles Oliveira, ich kann mir gleichermaßen vorstellen, dass der Kicks auch gut checkt, seine Beine gut wegzieht, aber teilweise ist er schon irgendwie so im Muay Thai-Stil relativ plattfüßig und dann tun halt Low Kicks richtig weh, wenn du da wirklich Gewicht drauf hast. Könnte man sich ja vielleicht anders vorstellen, dann ist es irgendwie stabiler und kniet nicht so weg, aber wir wissen alle und hoffe auch die meisten Zuhörer, denke auch die meisten Zuhörer, wenn der Muskel angespannt ist, macht es halt richtig viel Schaden. Ey, von Justin Gaethje 2-3 und Charles Oliveira ist halt nicht mehr so mobil. Bin so froh, dass du das gesagt hast. Ich hätte es wieder komplett vergessen. Ich habe hier eine ganze Seite mit Zahlen und Fakten zu beiden komplett ignoriert, einfach weil ich ein Horst bin. Super, super, super Punkt von dir. Also 30,8% der von Justin Gaethje abgefeuerten Schläge und Tritte gehen zu den Beinen. Das ist eine Mörderwaffe von ihm. Das Voll. darf man nicht unterschätzen. 61,1 gehen zum Kopf. Er bearbeitet kaum den Körper. 8,2% geht nur zum Körper. Also der Leg Kick ist so der Anfang vom Ende. Da macht er die Leute langsam, dann nimmt er ihnen die Explosivität. Da haben die dann auch irgendwann keinen Bock mehr, denn der tritt ja wie ein Pferd. Und er ist ein Typ, der Wahnsinnszahlen im Striking hat. Er hat 7,5 Significant Strikes landed pro Minute. UFC-Durchschnitt ist 2,5. Das ist das Dreifache des Durchschnittskämpfers. Das ist nicht nur Note sehr gut, das ist eins mit Stern. Das ist ein Wahnsinnswert. Und halt dich fest, die Striking Accuracy, also die
Anzahl oder die Quote an Treffern von Versuchten, die dann auch ins Ziel gehen, ist bei über 60%. Das ist außergewöhnlich, das existiert eigentlich nicht. Justin Gaethje schlägt nicht nur viel, er schlägt nicht nur sauhart, er trifft dich auch noch mehr, als er dich nicht trifft. Und das ist zusammengefasst seine Taktik. Dann kann man vielleicht noch sagen, ich habe mir rot notiert, Takedown Defense 73,7. Das ist wichtig in diesem Kampf. Früh runtergehen sollte es nicht, wenn du griffig bist, wenn du nicht verschwitzt bist gegen Charles Oliveira. Das sind seine Stärken. Er hat einen verdammten Wumms, er schlägt viel, er drängt dich in den Rückwärtsgang, überfordert dich mit seiner Power und bereitet dir von Anfang an Schmerzen. Und auf diese Karte muss er setzen. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe halt nicht, dass Charles auf eine Art ihn versucht, ihn zu Boden zu bringen, die er aus seiner jahrelangen Zeit im Ring kennengelernt hat. Und oder natürlich kennt er die, aber halt diese typischen Double Leg, Single Leg Takedown-Versuche, die wird Charles, glaube ich, nicht auspacken. Wie du gesagt hast, viel eher irgendwie so aus dem Clinch heraus, Judo-Wurf, Trips, Sweeps, so ein Kram. Weiß halt nicht, wie gut er die verteidigt. Und diese Striking-Zahlen sind natürlich wahnsinnig. Tony Ferguson hat auf jeden Fall, also sein Kampf hat auf jeden Fall, glaube ich, die Zahl nochmal richtig nach oben gepusht, hat da das Sternchen an die Eins gepackt. Aber ja, selbst wenn man den ausklammert. Es sind immerhin 10 UFC-Kämpfe, die man hier als Referenz nehmen kann. Das ist halt ein relativ aussagekräftiger Wert, wenn du so einen Durchschnitt über 10 Kämpfe hast und du musst dir ja mal die Gegner anschauen. Ja, Wir haben über klar. Chandler gesprochen, wir haben über Ferguson gesprochen, wir sprechen jetzt über Poirier vielleicht auch mal. Das ist die Elite der Elite, die der gekämpft hat. Und der bereitet denen solche Probleme. Der trifft die so oft, der trifft von 2 Schlägen mindestens einen. Und der tut dir weh. Und Das ist ja. es. Bei Oliveira habe ich mir halt rot notiert, das leuchtet halt auf hier irgendwie wie das Warnsignal der Freiwilligen Feuerwehr. Pro Runde im Schnitt in seiner UFC-Karriere setzt er mindestens eine Submission an. Im Schnitt habe ich diese Woche in den sozialen Medien aufgeschnappt. Das ist wild. Das ist Sehr. wild. Also, du musst immer aufpassen bei ihm. Am Zaun schlüpft er dir rauf oder choke dich von vorne oder zieht Guard und super Guillotine-Choke. Er hat ein Triangle. Dude. Ich liebe Typ, seinen Stil sehr. ist halt einfach, wie du sagst, ein Schweizer Taschenmesser, aber dreimal so viele Werkzeuge drin. Ja, wie gesagt, große Klingen können aber machen auch, sind keine Schaden. kleinen Sticheleien, mit denen man da agiert. Aber ja, also mein Bauchgefühl sagt schon auch eher Charles. Aber wie gesagt, ich bin da so ein Hin und Her, habe da so ein Hin und Her durchlebt. Höre aber auch raus, du bist da bei mir. Wird dann wohl eine Submission. Also, ich sehe halt auch nicht Justin K.O. gehen. Ah, klar, so ein Poirier hat es geschafft, aber wie viel hat er dem vor den Kopf geschlagen? Das Ich war einfach zu wild. weiß nicht warum, auch wenn Justin jetzt nicht irgendwie so diesen Mörderrumpf hat und so voll der stabile kleine Panzer ist. Also, klar ist der stämmig, aber jetzt nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung. So ein Egal, Typ du wie weißt, welchen Francis Körpertyp Ngannou, ich. so ein körperlicher Freak, meinst du? Ja, ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass der auch allzu sehr durch irgendwie Körper, Arbeit zum Körper, was ja Charles so super macht, irgendwie allzu sehr wegbricht. Also kardiotechnisch hat uns Justin Gaethje eigentlich auch noch nie enttäuscht. Und Übrigens, Justin Gaethje, ich habe mir heute Embedded angesehen und gestern Abend nach dem Joggen habe ich mir noch die neuesten Videos der UFC zu UFC 274 nicht angesehen. geguckt. Da gibt es unter anderem eine Ausgabe, wo Justin Gaethje Bergläufe macht. Und er hat seine eigene Bestzeit. Es ist, glaube ich, so ein Lauf, den macht er normalerweise auf 16 Minuten und ein paar zerquetschte, um 40 Sekunden überboten. Krass. Also Trevor Whitman hat gesagt, das ist immer super fies. Er bringt ihn halt hin an den Berg, an den Fuß des Berges. Und Whitman fährt halt hoch an den Berg, so quasi, und stoppt die Zeit. Und Gaethje läuft halt unten los. Er sitzt halt oben in seinem Pickup-Truck, der gute Trevor Whitman, und wartet, bis der Gaethje oben ankommt. Und es geht nur bergauf. Es ist halt wirklich ein böser Berg. Und so 15 irgendwas gelaufen. Und normalerweise hat er immer 16 plus gebraucht. Also hat die Bestzeit beim vorherigen Camp um 40 Sekunden überboten. Trevor Whitman hat gesagt, wir brauchen für diesen Kampf Mörderbeine. Wir müssen frisch sein. Wir müssen Druck machen können. Wir dürfen keine Sekunde wegbrechen. Wir müssen den unter Druck setzen. Der darf sein Spiel nicht implementieren. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Also Justin Gaethje wird rauskommen wie die Fledermaus aus der Hölle. Denke ich auch. Chad Mendes war der Name, den ich gerade ganz verkrampft, aber ich wollte irgendwie auch den einen Namen, das war ein Fehler, gesucht habe. Was ich noch zu der Cardio gesagt hätte, natürlich hat man irgendwie Justin Gaethje als diese durchgehende Highlight-Maschine vor Augen.
der auch durchgehend Druck machen kann, wie du ihn gerade beschreibst, aber der kämpft auch relativ effektiv, seit er mit Trevor Woodman so effektiv arbeitet. Oder Pro. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass der rundenweise durchgehend Volume schlägt, aber eben auch nicht allzu unnötige Bewegungen trotzdem im Game hat. Wenn du dann noch sagst, der hat sich so gut generell ausdauertechnisch vorbereitet, könnte eine lange Nacht werden für Charles Oliveira. Aber ja. Ja, man pendelt irgendwie so 10-sekündlich hin und her mit dem, was man dann am Ende bei diesem Kampf, wenn man ihn so vom geistigen Auge abspielen lässt, ein Resultat vor sich hat. Man muss auch sagen, wir haben vorher nochmal gesprochen über diesen Poirier-Kampf und auch Alvarez, da hat er ja auch verloren in so einer Ballerei. Das war 2017 und 2018. 2021, 22 ist Gaethje ein anderer Fighter. Er hat von seinen letzten 6 nur einen verloren. Das war Khabib, gegen den hat eben keiner gewonnen. Aber wie er Chandler besiegt hat, vor allem wie er Tony Ferguson besiegt hat, aber auch Cerrone und Edson Barbosa, das ist ein anderer Justin Gaethje. Der kämpft ein bisschen schlauer, der liebt immer noch das Chaos, das bekommst du auch nicht aus ihm raus. Das ist auch gut so, denn keiner fühlt sich in der Ballerei so wohl wie der. Aber mit Trevor Whitman so als verrückten Professor in seinem Köpfchen sitzen und wenigstens mal auf der Schulter, das gute Engelchen, da hat er sich zu einem wesentlich besseren Kämpfer entwickelt. Und er steht eben in diesen großen Titelkämpfen, in diesen großen Main Events. Am kommenden Samstag steht er vor einem großen Publikum, Flo. Das ist auch so ein Faktor, den ich mir aufgeschrieben habe. Gaethje kommt ja aus der Gegend hier, ist ein Arizona Boy, hat den Heimvorteil. Wir haben aber gesehen in den vergangenen Monaten, manchmal kann so ein Kampf vor heimischem Publikum auch so eine Drucksituation sein. Mir fällt jetzt spontan Derrick Lewis in Texas ein, der immer Riesenprobleme hat, obwohl er so ein H-Town-Boy ist, aber da bricht er irgendwie mental zusammen. Also im Apex vor Geisterkulisse, da blüht der auf. Glaubst du, das spielt irgendeine Rolle so in diesem Kampf, wenn da irgendwie 15.000 Gaethje brüllen, macht ihn das eher noch aggressiver oder lässt ihn das vielleicht ein bisschen andächtig staunen und sagen, hui, hoffentlich enttäusche ich die nicht? Ich glaube, wenn, dann wäre es vielleicht so ein. Ich habe ein bisschen den Gameplan vergessen, weil ich der Crowd auch ein Highlight bieten wollte. Auch wenn ich gerade im Khabib-Kampf beschrieben habe, mein Bauchgefühl war, dass er da mental nicht so stabil war. Irgendwie glaube ich nicht. Nee. Gaethje wirkt erwachsen auf mich, wirkt irgendwie gefestigt, hat auch, glaube ich, den richtigen Coach für solche Situationen an der Hand. Ein Faktor könnte vielleicht sein, dass Rose direkt davor kämpft. Also das kennt er auch aus vielen Zeiten, aber ja, so die letzte Stunde, in der vielleicht das Adrenalin nochmal richtig hochgeht, ist Trevor Whitman zumindest nicht da. Aber weiß nicht, irgendwie glaube ich doch, Trevor kommt rein und dann ist wieder alles gut nach zwei Sprüchen so. Okay. Meine letzte Aussage ist, diese Version von Charles Oliveira zu besiegen, wäre meiner Meinung nach der größte Sieg in der Karriere von Justin Gaethje. Gibst du mir recht oder nicht? Sowieso, auf jeden Fall. Aber nee, mein Bauchgefühl, ja, ich bin hin und her gegangen, aber. Es bleibt dabei. Charles Oliveira stand irgendwie in den Favelas in richtig ekelhaften Temperaturen, vermutlich sauschwitzig, und hat da irgend so einen Joanderson Brito, den wir nicht kennen, zum Trainieren gehabt, als Sparringspartner. Der hat Gaethjes Wahnsinn sehr gut simulieren können. Oliveira ist bereit. Das packt er. Okay, wir sind uns einig, Charles Oliveira, der knappe Favorit, aber die schweren Hände von Justin Gaethje können jederzeit die Lichter ausblasen. Wir haben Respekt vor beiden, freuen uns auf den Kampf. Ich glaube, wir haben Lust gemacht auf diesen Fight. Dann kommen wir zum Co-Main-Event. Rose Namajunas gegen Carla Esparza, der Titelkampf im Strohgewicht. Das ist ein Rematch tatsächlich. Das gab es schon mal, aber da waren beide ganz andere Kämpferinnen. Sprechen wir gleich drüber. Zunächst mal zu diesem ganzen Vermächtnis, dieser Legacy von Rose. Ich glaube, das müssen wir mal besprechen. Also, meiner Meinung nach, beurteile du das gerne so, wie du das siehst. Rose hat nie so dominant gewirkt wie zum Beispiel eine Joanna in ihrer Hochzeit in dieser Gewichtsklasse. Aber trotzdem sage ich, Rose ist die beste Strohgewichtskämpferin aller Zeiten, wenn sie diesen Kampf gewinnt. Also ich weiß, du meinst natürlich so Legacy-technisch, also jetzt nicht die beste, die wir je irgendwie einmal 5 Runden lang im Oktagon gesehen haben, sondern die hat am meisten erreicht. Im Strohgewicht, sage ich, ist sie die beste Kämpferin der UFC-Geschichte, wenn sie diesen Kampf gewinnt. Das muss sie mir noch beweisen. Das ist wieder so ein Rückkampf. Sie ist ja die Meisterin der Rückmatches, muss ja irgendwie gefühlt gegen jede Gegnerin zweimal kämpfen und schafft das dann auch immer, dem Rückkampf dann auch nochmal den Stempel aufzudrücken. Sie hat nicht so diese krasse Serie. Am Anfang hat man ja gedacht, ich habe mich da zurückerinnert an den Fight damals von Joanna in Berlin, glaube ich, habe ich sie live gesehen, wo Das sie kann halt sein. einfach
wo sie einfach eine Gegnerin komplett zerfräst und du denkst, ja, wer will denn die bitte aufhalten? Die ist doch irre. Also die kommt da raus mit Kicks und Frontkicks und Frontleg-Sidekicks und sieben, achter Kombinationen und die wissen gar nicht, was da gerade passiert. Aber seitdem ist einfach viel Wasser die Isar runtergeflossen. Ich glaube, das war 2016 oder so. Diese Division, Frauen-MMA im Allgemeinen, der Sport global sowieso, hat sich so enorm entwickelt. Diese dominante Phase mit K.O.-Siegen in Serie und einem der Boogie Woman und alle machen sich ins Höschen, die hat Rose nie gehabt. Sie wirkte immer viel zerbrechlicher, viel angreifbarer. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn man ihr Vermächtnis sieht, Titel gewonnen, Titel verloren, Titel zurückgeholt, hier Rückkampf gewonnen, da Rückkampf gewonnen, Schwierigkeiten überwunden, ist sie für mich einfach, vorausgesetzt, sie gewinnt am Wochenende nochmal, die beste in dieser Division, die es jemals gab. Ja, Strohgewicht ist halt so eine Division, wo die Titel wirklich, der Titel regelmäßig gewechselt ist. Dementsprechend gibt da irgendwie keine, die so ein Jahr, eine jahrelange Dominanz aufgebaut hat, die du erstmal erreichen musst. Klar, Joanna ist die Nummer 2 oder 1, also die, über die man sich dann noch unterhalten müsste. Mir fällt eigentlich, bin mal ein bisschen in mich gegangen, keine andere ein. Rose, die erste, die diesen Titel gewonnen hat, verloren hat und wiedergeholt hat, das ist natürlich auch erstmal was, was man ihr nachmachen muss. Ja, hat sich auf jeden Fall eine krasse Legacy aufgebaut und wirklich sehr, sehr viele nennenswerte Siege. Geh da mit, auch wenn ich nach wie vor glaube, es gibt auf jeden Fall auch Stile, die sie besiegen können, aber vielleicht, um das zu spoilern, ich glaube, Carla Esparza, die vielen Frauen eine ganz schön schwierige Herausforderung stellen kann, dadurch, dass sie halt so klein, stocky ist, wirklich gute Top-Pressure und so hat. Ich glaube, dafür ist Rose BJJ zu gut und ich glaube, es wird viel zu lange dauern, bis Carla Esparza, sollte sie es überhaupt schaffen, sie zu Boden bringen kann. Ich sehe diese, also vor allem mit so einem Striking-Coach wie Trevor Whitman, sehe ich auf jeden Fall einige Zeit vergehen, bis Esparza einen Takedown holt und Rose dann viel zu gut und auch zu gefährlich da unten wird, glaube ich, viel auch Triangles und Armbars und sowas hochwerfen, sollte sie denn mal auf dem Rücken liegen. Zu viel Gegenwehr am Rücken, als dass so ein Takedown dann auch automatisch die Runde entscheidet. Also ich kann mir halt vorstellen, dass Esparza mal eine Runde holt, vielleicht den Kampf gewinnt, wenn sie wirklich super früh in der Runde den Takedown holt. Aber das ist für mich irgendwie sehr unwahrscheinlich, dieser frühe Takedown. Also für mich geht Rose da auch in diesem Kampf als ziemlich klare Favoritin. Unabhängig davon, dass ich glaube, die ist auch einfach mental an einem sehr, sehr guten Ort aktuell und hat sich sportlich natürlich auch immer deutlich weiterentwickelt. Safe. Carla Esparza hat sich trotzdem die Titelchance verdient. Überhaupt 100%. kein Hate. Also sie hat sich über die Jahre Schritt für Schritt verbessert. Ganz klar, Fundament hast du ja schon angeteasert, wird immer das Ringen sein. Aber ich glaube, sie ist die beste Version ihrer selbst, die wir bisher erlebt haben. Klar, war sie auf dem Papier erfolgreicher vor ein paar Jahren. Aber sie ist als Kämpferin enorm gewachsen und die Resultate der letzten Kämpfe, die sprechen ja für sich. Ich sehe es auch ähnlich wie du. Rose ist technisch beschlagener, sie ist sehr komplett, sie ist wesentlich vielseitiger. Trotzdem nochmal, die Titelchance für Esparza ist verdient. 5 Siege in Folge. Gegen Und krasse deswegen, Namen. ja, auf jeden Fall. Es war halt nicht immer so eindeutig. Also ich habe hier die Wikipedia-Seite offen von Carla Esparza. Und da waren sehr viele Split Decisions auf jeden Fall dabei. Zum Beispiel hier Marina Rodriguez Split Ja, und Decision, schon. dann Michelle Waterson Split Decision. Nee, ja, und schon war es gar nicht. Sorry. Was war ein TKO gegen Anshinaan, aber Alexa Grasso war eine Majority Decision. Ihr Stil ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, einen Kampf definitiv in der ersten oder zweiten Runde zu entscheiden. Das kann Rose. Das hat sie mehrfach bewiesen. Durch einen High Kick oder durch eine Submission. Das ist nicht unbedingt die Stärke von Esparza. Sie muss sich Dinge erarbeiten und das führt eben bei ihr zum Erfolg übers Ringen. Deswegen ist Rose für mich auch die Favoritin in diesem Kampf. Ich glaube, da geht es dir ja ähnlich. Man sieht einfach im Kopf, wenn man sich den Kampf in verschiedenen Szenarien durchgeht, verschiedene Möglichkeiten für Rose, um zum Erfolg zu kommen. Bei Carla Esparza breche ich es drauf runter. Ja, die grindet die zusammen, die erarbeitet sich das, die hält die am Boden fest, nimmt dir die Energie und wirklich muss 25 Minuten Vollgas geben und über sich hinauswachsen, um das Ding einzutüten. Ja, ich sehe die leider viel vorwärts laufen und greifen und nicht rankommen. Also ich glaube, Rose wird auf dem Fahrrad sitzen. Ich glaube nicht, dass sie super viel riskieren wird. Viele Jabs von draußen, diese deutlich kleinere Frau bearbeiten. Auch wenn ich tatsächlich glaube, Rose Kryptonit ist eine kleine, bullige Frau, die hart schlägt. Also
Ich fand den letzten Wei Li-Kampf beim ersten Mal sehen, war ich mir zumindest nicht sicher, dass Rose den gewonnen hat. Ich habe halt immer diesen Jessica Andrade-Kampf im Hinterkopf und ich glaube, auch wenn ich wirklich großer Rose-Sympathisant bin, auch sie wird den Titel nicht allzu lange halten. Weiß es nicht. Kapitel hat ja interessant gewonnen, begonnen, pardon. Damals hat ja Rose verloren durch Rear Naked Choke in Runde 3. Da ging es ja zum ersten Mal um diesen Strohgewichtstitel der Frauen, aber das war eine Rose mit ein paar Kämpfen in der Ja. Bilanz. Und Carla Esparza hat direkt danach den Titel an Joanna Jędrzejczyk verloren. Und jetzt treffen die sich wieder in dieser Phase ihrer Karrieren. Das ist schon auch irgendwie super cool. Eine interessante Info habe ich übrigens noch. Das darf ich dir nicht vorenthalten. Ich weiß, du liebst solche Geschichten. Carla Esparza heiratet eine Woche nach diesem Kampf. Und das finde ich sehr, sehr mutig, denn die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Hochzeitsfoto ein bisschen problematisch wird. Das hatten wir ja bei der letzten Folge. Sie hat zu ihrem Junggesellinnenabschied, das möchte ich dir auch unbedingt erzählen, eine Penistorte bekommen. Und ich finde, das solltest du wissen. Sie hat eine Penistorte bekommen. Fand ich nicht so gelungen. Also man erkennt erst auf den zweiten Blick, was es sein soll, aber sie hat sich das selbst gewünscht. Auch das sollst du wissen. Danke für diese Info. Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Du, wenn sie es lustig findet, lass sie deine Penistorte schmecken. Ja, Penistorten for the win. Interessanter als viele denken auf jeden Fall dieses Duell. Was ist denn, wenn Carla Rose immer wieder runternimmt und der so den Wind aus den Segeln nimmt, wenn die nicht in den Kampf kommt? Kann theoretisch fürs Auge langweilig sein, aber für den Titelwechsel sorgen. Ja, Marina Rodriguez Rematch wäre so mein erstes Bauchgefühl. Eine Joanna kommt natürlich auch wieder. Eine Jessica Andrade hat gesagt, mein Karriereende wird auf jeden Fall auf 115 Pfund sein. Hat ja den letzten Kampf auch da bestritten und sofort ein Statement gesetzt. Einer von den drei Namen. Zwei Oder davon werden wieder. vermutlich miteinander gebucht und die dritte Glückliche darf gegen die Gewinnerin antreten. Also gleiche Szenarien hätte ich auch 1:1 für Rose ausgemalt, soll ja, Ja. ist ja klar. Oder gleich ein Rückmatch gegen Rose, je nachdem, wie es ausgeht, weil Rose ist ja, das ist so verrückt in ihrer Bilanz. Zweimal jetzt gegen Zhang Weili, ersten Kampf durch K.O. gewonnen, zweiten durch Decision. Zweimal Kampf gegen Jessica Andrade, Horror Slam und dann Split Decision knapp gewonnen. Beides, Zwei beide Siege. Rematch Split Decision. Möchte man vielleicht auch, als du sie gerade die Königin der Rematches benannt hast, kurz trotzdem betonen, ohne ihr da Ja. irgendwas wegnehmen zu wollen. Ja, und auch gegen Joanna Jędrzejczyk lief es ja ähnlich. Ersten Kampf klar gewonnen durch TKO, Runde 1, und dann Decision nach 5 Runden. Das war ein bisschen eindeutiger. Und das hier, das Rückmatch jetzt gegen Carla Esparza, also es ist eine verrückte Bilanz. So viele Kämpfe hat die noch gar nicht. Das ist ihr 16. MMA-Profikampf erst. Und das ist jetzt das vierte Rückmatch oder so. Also die Hälfte der Kämpfe so Hin- und Rückmatch gewesen. Das ist eine ganz eigenartige Dynamik in ihrer Karriere. Ein Faktor ist mir noch eingefallen, als du den Namen Jessica Andrade genannt hast. Das hat auch sehr viel gezeigt von Rose Namajunas, dieser Kampf. Das hat unter anderem gezeigt, in meinen Augen wenigstens, dass man Rose konditionell an die Grenze bringen kann. Es gibt einen Punkt, an dem sie ausgepowert ist und da in dem Kampf froh sein musste, dass es vorbei war. Denn ich glaube, Jessica Andrade hatte da noch wesentlich mehr im Tank. Ich hatte nicht, also kann schon auch dazu gekommen sein. Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass das Cardio jetzt, das sind alte Erinnerungen, muss ich sagen. Die sind ein bisschen verstaubt, aber nicht, dass das Cardio das größte Problem war, sondern Kopfschmerzen. Motorik ist nicht mehr ganz so, läuft nicht mehr so gut. Irgendwie eins der Gelenke haken irgendwie. Die Neuronen vom Gehirn an meinen Armen funktionieren nicht mehr so gut. Eher das Bauchgefühl hatte ich da. Und wer sich das Auge ansieht, also da ist schon einiges vor den Kopf gekommen. Ja, Jessica Andrade hat wirklich einen super Kampf gekämpft. Ich werde bis heute irgendwie teilweise dafür belächelt, dass ich sage, die hat mich in dem Kampf an Mike Tyson erinnert. Also die hatte so richtig viel Head Move und dann diese bösen Overhands. Das war schon eine sehr, sehr gute dritte Runde von Andrade, muss man einfach sagen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich schaue auf den Record von Carla Esparza und versuche, schlaue Dinge zu sagen. Und ich glaube, ich kann was Schlaues sagen. Sie hat seit Jahren nicht mehr vor Publikum gekämpft. Sie hat gekämpft im Mai 2021 Font gegen Garbrandt. Das war im Apex. Dann hat sie gekämpft bei Whittaker gegen Till. Das war auf Fight Island. Okay. Und dann UFC 249. Das war auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die hat zum letzten Mal, lass mich nichts Falsches sagen, im September 2019 vor Publikum gekämpft.
Das kann auch ein Faktor sein. Also das sind jetzt doch dann irgendwann mal fast 3 Jahre, ne? Und du hast nicht mehr vor einer ausverkauften Hütte gekämpft. Das wird am kommenden Wochenende mit Sicherheit anders sein. Das vielleicht noch, um irgendwie einen Faktor nochmal ja aufzudröseln, an den man nicht primär denkt. Ja, guter Faktor, würde ich auf keinen Fall kleinreden wollen. Ich muss mir dann eingestehen, ich habe, glaube ich, noch nie ein Carla Esparza-Interview oder so gesehen. Ich kann sie menschlich nicht so richtig greifen. Teilweise bildet man sich ja ein, irgendwie Leute sprechen zu hören und so ein Bauchgefühl für deren Psyche zu haben. Bauchgefühl, wichtig, das dazu zu sagen. Natürlich kann man in die Köpfe nicht reinschauen und das ist sehr schwer aus der Ferne irgendwie zu sagen. Aber teilweise hat man das, ne? Der ist, glaube ich, psychisch stabil, der macht sich nicht viel Kopf und der vielleicht, kann ich zu Carla zugegeben einfach nicht sagen, aber. Kann natürlich auch sich, ne, Christian Reinhardt könnte dazu deutlich mehr sagen. Man kann sich da natürlich auch psychisch darauf vorbereiten, Dinge simulieren. Wir kennen diese Henry Cejudo-Story, dass der irgendwie die USA-Chöre für Wei Li Zhang hat einspielen lassen, dass sich ein bisschen auf so eine Crowd, die gegen sie ist, einstellt. Wer weiß, was Carla Esparza alles getan hat. Vielleicht war die auf ein paar Konzerten und hat sich vorbereitet. Stell dir vor, da oben kämpfe ich so und guck mal, wie viele Leute hier sind. Im Keine Ahnung. Moshpit, Genau. Moshpit, Leute weggefottert. So, ja, kann sein. Zum Abschluss noch, was mir noch einfällt: Rose, bevor ich die Statistiken vielleicht noch erwähne, Rose ist ein faszinierender Mensch, richtig einzigartig. Also die lebt so bescheiden Ja, voll. und ist im Oktagon dann so ein Killer irgendwie. Also es kommt mir so vor wie so ein Samurai. Hat sich die Haare abrasiert, in den Interviews immer ungeschminkt, sitzt bei sich auf der Veranda bei Morning Combat im Interview, hat das Handy in der Hand und das Bild ist die ganze Zeit verwackelt, lebt völlig bescheiden, also legt überhaupt keinen Wert auf Außendarstellung, hat ihre Hühner und ihre Salatköpfe, die sie im Garten anbaut, ist wirklich so ein total in sich ruhender Mensch, der völlig abgeschottet ist von diesem Stardom, den sie erleben könnte im Prinzip. Sie ist die Königin der Division, sie ist ein super, super interessanter und auch hübscher Mensch, finde ich. Also sie ist auch mega vermarktbar. Das fasziniert mich schon an ihr. Ja, auf jeden Fall. War immer so einer der Faktoren, der mich irgendwie für sie Sympathisantin hat werden lassen. Also es gibt ja dieses typische, ich bin eine Frau und in den Embedded-Folgen gehe ich mir die Nägel machen lassen. Ich glaube teilweise, so mein erstes Bauchgefühl, um nochmal zu zeigen, ich bin richtig Frau, auch wenn ich mich haue. Und Rose präsentiert halt stolz, wie rot schon ein paar Tomaten sind. So, finde ich geil. Also mag ich ehrlich gesagt. Wir bauen übrigens auch Tomaten an bei uns auf der Dachterrasse. Kommt sehr viel Sonne, ne? Ja, aber schmecken halt einfach ganz anders als irgendwie vom Discounter oder so. Also kann ich jedem nur ans Herz legen. Tomaten brauchen Liebe, brauchen Sonne, schmecken verdammt gut. Ja, ein paar Zahlen habe ich vielleicht noch. Also Takedown Average per 15 Minutes, das ist schon stark. Also pro 15 Minuten holt sich Carla Esparza 3,53 Takedowns, also mehr als ein Takedown pro Runde. Und ihre Kontrollzeit im Schnitt ist auch ganz, ganz stark. Also ihre Kämpfe dauern durchschnittlich auch sehr lang. Also sie hat eine durchschnittliche Kampfzeit von 13,43. Das ist weit über dem UFC-Durchschnitt. Der durchschnittliche UFC-Kampf endet spät in der zweiten Runde. Stilbedingt. Also würde ich ihr Genau. gar nicht irgendwie negativ 100 Pro. auslegen. 100 Pro. Bei Rose ist tatsächlich eine interessante Statistik: Takedown Defense 51,7. Das ist nicht hoch. Das ist nicht hoch. UFC-Durchschnitt ist 55% gegen die beste Ringerin der Division. Also der Schlachtplan ist völlig klar. Ja. Was Carla Esparza hier machen will, ist völlig klar. Da müssen wir keine Professoren sein, da müssen wir keine Raketenwissenschaft studiert haben. Auf der anderen Seite hast du halt 4,01 Strikes landed per minute bei Rose. Das ist ein hoher Wert. Guter Wert, nicht sehr gut, aber gut. Und bei Esparza nur 2,34. Also Rose trifft viel mehr, trifft auch fast 60% ihrer versuchten Schläge. Das ist auch gut. Esparza ist da unterm Durchschnitt. Sie ist die Ringerin. Rose ist das komplette Paket. Gutes Jiu-Jitsu vom Rücken aus. Tatsächlich auch eine gute Takedown-Accuracy ist. Rose Namajunas Takedown-Versuche sind zu 56,3% erfolgreich. Also auch sie kann Takedowns. Das wird aber nicht primär der Modus operandi in diesem Kampf sein. Da bin ich mir auch sicher. Ich wollte gerade zu ansetzen, ja, aber hier nicht und bin mir selbst quasi in den Gedanken gegrätscht. Ich habe gesagt, obwohl, Ringerin auf dem Rücken, wer weiß. Also. Kann eine Möglichkeit sein. Ist nicht primär Modus operandi. Wenn es ideal läuft und Trevor Whitman das so bekommt, wie er es haben will, dann stehen die in der Mitte, Denke in ich einer auch. guten, kontrollierbaren Schlagdistanz. Rose macht die von oben bis unten weich, setzt irgendwann einen Headkick und die fällt um. So ist der Traum von Trevor Whitman. Dann wacht er zufrieden auf und isst seine Cornflakes. Ja, aber im Clinch lösen, lösen, lösen oder setz doch mal einen Trip. Das habe ich mich gerade plötzlich Why not? gefragt.
Why not? Ich kann mir auch vorstellen, dass Rose zufrieden wäre, auch für den psychologischen Faktor mal oben drauf zu legen, noch eine Minute auf der Uhr, vielleicht einen Ellenbogen durchzubringen und dir zu zeigen, sieh mal, selbst da unten fühlst du dich nicht wohl mit mir. Was sie auf keinen Fall will, ist schnell den Takedown kassieren und sofort auf dem Rücken Natürlich, liegen. das ist klar. Also ich habe zwar einleitend betont, ne, die wird einiges an Gegenwehr geben, Triangles, Armbars etc., aber das natürlich nicht. Ich denke aber natürlich, denke aber schon, sie wird halt gut im Stand funktionieren, dadurch, dass sie weiß, notfalls habe ich schon auch ein echt solides BJJ. 100 Pro. Also sie muss in keiner Facette des MMA irgendwie Angst haben. Auch wenn sie früh den Takedown kassiert. Dann hat sie Möglichkeiten zu shrimpen, zum Zaun zu kommen, aufzustehen. Sie hat gutes BJJ. Sie kann auch mal eine Runde abgeben. Sie ist auch in Kämpfen schon zurückgekommen. Sie hat so viele Situationen durchlebt. Es gibt nichts, was ihr Angst machen muss oder große Angst machen muss. Das sehe ich bei Carla Esparza schon anders. Wenn die merkt, ich bekomme den Takedown nicht, wird eine lange Nacht. 5 Runden. Schwierig. Denke ich auch. Rose ist bestimmt den gleichen Berg, den du da im Justin Gaethje-Video gesehen hast, auch ein paar Mal hochgerannt. Also, ne, jetzt ernst Safe. gemeint. Den hassen die alle, Ja. hundertprozentig. Aber es ist auch so was richtig Typisches. Also gibt so viele Camps. Ich kenne auch diese. City Kickboxen hat auf jeden Fall auch so einen Berg, den alle hassen. Und immer vor. Also Tradition ist auf jeden Fall nach Weihnachten, wenn wir alle viel gegessen haben, wird der auf jeden Fall hochgerannt. Und naja. Quält sich den Berg hoch. Ja gut, ich glaube, dann haben wir die beiden Titelkämpfe abgehandelt. Dann kommen wir zum nächsten Kampf, bei dem ich hin und her gerissen bin. Also ich bin ja wirklich kein Miesepeter. Ich kann allem was Positives abgewinnen. Michael Chandler gegen Tony Ferguson im Leichtgewicht. Prinzipiell finde ich es geil. Mein innerer Sebastian macht Purzelbäume. Chandler ist hier der klare Favorit. Da lege ich mich fest. Braucht auch dringend einen Sieg, finde ich, wenn er sich weiter festigen will, da in der Top 5. Chandler hat die Werkzeuge, um ein Top-Kämpfer zu sein, das wissen wir. Er wollte in seinen letzten Kämpfen eine Show bieten. Gegen Oliveira war er gierig, gegen Gaethje hat er ein bisschen unintelligent gekämpft, finde ich. Jetzt muss er ernst machen, jetzt muss er mit Gameplan kämpfen und den Gameplan befolgen. Und da ist Tony Ferguson in meinen Augen leider der richtige Gegner. Chandler ist der bessere Ringer. Chandler ist physisch viel stärker, Chandler schlägt härter, Chandler ist in einer besseren Phase seiner Karriere. Und leider, und jetzt komme ich doch so ein bisschen als Miesepeter rüber, das finde ich jetzt gar nicht so geil, aber Tony Ferguson hat nicht so die smarten Leute um sich, die ihn klug auf diesen Kampf einstellen könnten. Tony Ferguson bräuchte dann einen Richtungswechsel, der bräuchte da so einen Trevor Whitman oder so einen Henry Hooft, die ihm ganz klar mal was anderes auf den Weg geben, die sagen, Junge, schmeiß den Baseball und die Sonnenbrille weg, tu nicht auf dem Ball rum und mach irgendwie deine Übungen da an einem Holzding, sondern wir konzentrieren uns jetzt mal wirklich auf Dinge, die dir hier helfen können in dem Kampf. Du bist 38, du hast jetzt dreimal krass verloren, du hast sehr viel Schaden genommen, was mir ehrlich gesagt große Kopfschmerzen macht bei diesem Duell. Denn Tony Ferguson hat ja nicht mehr das Kinn. Und er hatte viele Verletzungen. Er ist nicht mehr so schnell wie früher. Ich wünsche ihm wirklich, ich möchte euch diesen Kampf nicht verderben. Ich wünsche ihm hier eine tolle Performance. Ich respektiere ihn auch ohne Ende. Ich schätze alles, was der für diesen Sport gemacht hat. Ist echt nicht falsch verstehen. Aber ich habe keine Ahnung, wie der diesen Kampf gewinnen will. Ich versuche mir alles zu merken, was du gerade gesagt hast. Wird an der Stelle vielleicht noch eine Frage aus unserem Q&A aufschnappen und die hier mit einfließen lassen, weil die, glaube ich, auch einfach so eine Stimmung von vielen Zuschauern einfängt. Bisschen schade, dass ich dir, dass du schon deine Rede gebracht hast, nachdem ich das, also bevor ich das mache, aber ist letztendlich kein Problem. Habt ihr in der The Zone Fight Club Facebook-Gruppe, ne? Viele Leute nutzen tatsächlich noch Facebook. Ich eigentlich fast gar nicht mehr, aber bin da mal reingegangen, weil da 5000 Leute drin sind. Es gibt ja viele Zuschauer, die auch immer versuchen, uns zu supporten und fragen, wie kann ich das gerne in dieser Gruppe Welle machen. Da sind viele potenzielle Abonnenten drin. Ich will das nicht so selbst irgendwie machen, zumindest nicht so dick aufgetragen, weil es, glaube ich, immer wirkt wie so, ja, jemand, der halt sein eigenes Produkt verkaufen will. Da zieht, glaube ich, nicht so sehr, als wenn dann ein begeisterter Zuschauer sagt, ey, ich habe nichts mit den Jungs zu tun, aber check die ab, die sind gut. Jedenfalls fragt Kai ZA, könnt ihr euch so richtig auf den kommenden Tony vs. Chandler-Kampf freuen? Überwiegt nach Tonys letzten drei Leistungen trotzdem die Vorfreude auf seinen Stil oder eher die Besorgnis, dass da jemand im Oktagon steht und gesunde Lebensjahre verliert, der einfach nicht mehr einsieht, wann es vorbei ist? Das ist eine schlaue Frage. Das ist eine Voll. schlaue Und Frage. das hast Also du letztendlich eins zu eins gerade beantwortet, dass es dir da ähnlich geht. Man und ganz struggelt. ehrlich, wenn man
so ein Deppen-Fan ist und irgendwie voll sich in die Kämpfer reinversetzt, wie ich halt bin, dann muss man die Fakten zurate nehmen. Dann musst du kalt Ergebnisse und Kampfverläufe studieren. Und ich hau dir jetzt mal ein paar Fakten um die Ohren. Fakt ist, Tony Ferguson hat seit 3 Jahren keinen Kampf mehr gewonnen. Fakt ist, Tony Ferguson ist 38. Fakt ist, geh auf alle Wettanbieter von, keine Ahnung, Shanghai bis Burghausen. Alle haben Chandler als glasklaren Favoriten hier. In der Mitte der Maincard eines nummerierten Pay-per-Views angesetzten Fights. Fakt ist ebenfalls, vor 5 Jahren, wenn dieser Kampf zustande gekommen wäre, dann hätte das bei den Wettanbietern vielleicht anders ausgesehen. Dann hätten wir hier vielleicht was anderes besprochen. Aber Tony Ferguson ist ganz schlecht gealtert, vor allem in den letzten 3 Jahren. Ja, also ich habe auch immer noch im Kopf, was du in der ersten Rede gesagt hast, aber vielleicht dazu, wenn ich mir versuche, Szenarien auszumalen, in denen Tony Ferguson den Kampf gewinnt und Argumente dafür finde, dann komme ich ein bisschen zu dem Schluss, Tony Ferguson ist jemand, der super Cardio hat, das ist klar, und Tony Ferguson hat Kämpfe verloren, aber war auch jemand, der sehr, sehr, sehr viele Schläge von Justin Gaethje eingesteckt hat, bevor er dann nicht K.O. gegangen ist, sondern den Kopf geschüttelt hat und Herb Dean keinen Bock mehr auf diese Szene hatte, immer wieder das Gleiche zu sehen. Grauenvoller Kampf, wissen wir alle. Man könnte, Ja, also es kommt darauf an, aus welcher Ecke lass mich man jetzt sieht, einmal ne? ausreden, man könnte natürlich sagen, Tony Ferguson, wie gesagt, hat starkes Cardio, Michael Chandler hat genau diese Schwäche bisher gezeigt. Er hat einen Punkt im Kampf, wo er halt seinen Highlight-Stil gefahren hat und seine Kräfte nicht richtig haushaltet, weil er halt irgendwie einen Suplex zeigen will und gefühlt noch einen Rückwärtssalto zum Einlaufen und alles ist Power, Power, Power und halt super viel Muskulatur hat, die natürlich Sauerstoff braucht. Man könnte sich jetzt zurechtlegen, Tony Ferguson ist noch nie umgefallen, warum soll er das in der ersten Runde auch, wenn Michael Chandler ihm vor den Kopf haut? Man könnte dann das Argument finden, Chandler ist konditionell eher schwach, Tony Ferguson ist konditionell in der Regel sehr stark immer gewesen. Ich will beim besten Willen nicht sagen, dass ich irgendwie glaube, Tony reißt diesen Kampf. Ich denke, er wird in allen Facetten des Games, so wie Michael Chandler es predicted, klar besiegt. Ich bin auch jemand, und damit tue ich vielen Leuten weh, ich habe nie so richtig verstanden, wie er das gemacht hat, eine 12er-Siegesserie zwischen 2013 und 2019 aufgebaut zu haben. Natürlich kenne ich seine Stärken, aber er wurde halt immer hart getroffen, auch in diesen 12er-Siegesserien. Und mir war zumindest mal klar, das kann nicht immer so gut gehen. Es wird irgendwann einbrechen. Sein Kinn wird das auch gemerkt haben mit den Jahren, dass der halt jeden Kampf Schläge bekommt, auch wenn er sie gegen Ende dreht. Aber diese Argumente könnte man sich als passionierter Tony Ferguson-Fan so zurechtlegen. Und würde keinen Schwachsinn reden, meiner Meinung nach. 100%. Ich sag nur, Es sind halt es wird drei mich wundern. Runden. Das ist, glaube ich, vor der Argumentation auch noch ein Problem. Jetzt bist du wieder dran. Ja, du kannst so lange reden, wie du willst, aber du änderst meine Meinung nicht. Ich sag Natürlich. einfach nur, es würde mich wundern, wenn er den Kampf hier gewinnt. Also Mich. man hat gesehen jetzt gegen Beneil und gegen Charles, dass die Grappler ihn outgrappeln. Also man hat ja immer gesagt, Tony Ferguson ist die Wunderwaffe, die Habib vielleicht besiegen wird. Ich weiß nicht, ob diese Qualität, die man ihm damals so nachgesagt hat, jetzt noch in der Form vorhanden ist. Beneil Dariush und Charles Oliveira waren schneller bei den Transitions, hatten bessere Submissions, hatten besseres Positionsspiel, wirkten einfach wie Kämpfer, die 10 Jahre jünger sind, obwohl sie es gar nicht sind. Sie sind aber auch absolut krasse Grappler. Das muss man fairerweise auch Tony Ferguson sagen. Safe, safe, aber als Nummer 7 der Division kriegst du eben keinen Fallobst vorgesetzt. Und Tony Ferguson ist sportlich schlecht gealtert. Also die Grappler grappeln besser als er, die Striker schlagen härter zu, das haben wir gegen Gaethje gesehen. Dazu kommen Knieverletzungen, es kommt dieser Kampf, der seine Karriere einfach stärker Eltern hat lassen gegen Justin Gaethje. Das ist ein Kampf, der macht was mit dir. Ich habe damals, erinnere dich, als wir über Holloway gegen Cater gesprochen haben, vor dem Kampf gegen Giga, habe ich mir immer die Frage gestellt, kommt Cater nochmal als Calvin Cater zurück oder hat ihn dieser Kampf wirklich so 30% zerstört? Weil nach so einem Kampf, da brauchst du ein Jahr Pause. Und das hat ja Tony auch nie gemacht. Ich meine, wenn man das hier so sieht, also im Mai 2021, Dezember 2020, Mai 2020, Juni 2019, es ist immer so ein halbes Jahr Pause und du hast halt die krassesten Schlachten in den Knochen. Also gegen Charles Oliveira habe ich mir die Frage gestellt, ey, ist der Arm noch ganz? Hat der noch einen Ellbogen Ja. oder nicht? Und 5 Monate später steht er im Oktagon. Gegen Justin Gaethje habe ich mich gefragt, welcher Trainer erlaubt es ihm, nach, keine Ahnung, 5 Monaten wieder zu kämpfen? Da muss ein Coach sagen, Junge, du musst dich jetzt mal rausnehmen. Du hast brutale Schäden erlitten. Also
diese viele Jahre des Kämpfens und des Trainierens, der trainiert ja auch wie ein Wahnsinniger, was ihn ja auch super sympathisch macht, die haben ihre Spuren hinterlassen. Und trotzdem, du hast ja völlig recht, ich gebe dir ja auch recht, hat man Argumente, um zu sagen, es gibt Mittel, es gibt Wege, es gibt Situationen, in denen Tony Ferguson diesen Kampf gewinnen kann. Er ist der größere Mann, er hat mehr Reichweite, er hat super tricky Submissions gegen kleine Leute, das haben wir oft gesehen. Er kann super schnell einen Dartchoke auch im Stehen einrasten. Er ist einer, der nicht umfallen will. Den haust du halt 20 Mal vor die Birne und er kommt wieder nach vorne, obwohl die Augen schon komplett zugeschwollen sind. Also er hat ja nicht diese Szenen, wo der getroffen wird mit einem Highkick und schlafen geht. Der frisst das Ding und versucht wenigstens irgendwie noch gerade zu gehen. Tja, kurz gesagt, das ist das, für was wir ihn lieben, aber was dir halt auch zu denken gibt vor so einem Hammerduell gegen einen Vorschlaghammer wie Iron Michael Chandler. Und der heißt Iron, weil er halt auch eisenhart zuschlägt. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn es 5 Runden wären, müsste Chandler auch ein bisschen zurückhaltender kämpfen, so die erste, zweite, eigentlich auch noch dritte Runde. Das würde Tony Ferguson vermutlich gut tun. Ich glaube, der muss in seinen Groove kommen, der muss dir halt im Nacken sitzen und dich in den Rückwärtsgang drängen. Sehe ich halt nicht bei Chandler. Also ich glaube, der wird sich halt auch denken, gut, dann 2 Runden Feuerwerk, selbst wenn ich die dritte Sau müde werde, überstehe ich schon irgendwie. Das ist halt, glaube ich, wirklich schwierig für Tony Ferguson. Und du hast in der allerersten Aussage dazu für mich das Richtigste gesagt. Hatten wir auch mal kurz privates Gespräch. Der hat auf jeden Fall zu viele Ja-Sager um sich rum. Also dieses Lass die Nunchucks fallen, das bringt dir im Cage nichts. Oder diesen komischen Wing Chun-Ding. Wir lieben alle die Bruce Lee-Filme, aber die bringen dir wirklich nichts. Lass mal bitte jetzt fokussieren und einen sinnvollen Gameplan ausarbeiten gegen Michael Chandler. Lass mal konzentriert Tape schauen oder von mir aus vertrau mir, ich habe geschaut und habe da was gesehen. Wir sollten genau so kämpfen. Ich glaube tatsächlich, das Problem diesbezüglich ist aber nicht, dass Tony Ferguson nicht die richtigen Leute kennt, sondern ich glaube auch, dass der nicht jemand ist, der sowas hören möchte. Ich glaube wirklich, ja, wir kennen ja auch die Stories von Tony Ferguson, dass der psychische Probleme hatte oder hat, keine Ahnung. Also es gibt ja diese, gab ja mal diese Zeit, in der rauskam, dass seine Frau den Notarzt angerufen hat, weil Tony Ferguson sein Haus kaputt gemacht hat. Da war dann eine Zeit lang, also gibt wohl irgendwie auch die Aufnahme des Notrufs. Da beschreibt die Frau, Tony Ferguson sei überzeugt davon, dass Chips in seinem Körper stecken und dass auch die Wand verwanzt sei. Und er hat so ein bisschen die Wand kaputt gemacht und diese Wanzen gesucht. Die Frau fragt dann halt, die Frau wird dann gefragt, haben Sie Angst, dass Ihr Mann Ihnen was antut? Und sie sagt, nein, auf gar keinen Fall. Das sind die zwei Gedanken, die sind fest in seinem Schädel. Aber auch die zwei Gedanken solltest du nicht fest in deinem Schädel haben. Und ich weiß nicht, ich glaube, Tony, ja, dem tat halt sein Stil nie gut. Keine Ahnung, es gibt ja auch wissenschaftliche Befunde dazu, dass man auch klare Tendenzen zu psychischen Problemen haben. Vielleicht ist es wirklich jemand, der irgendwie auch da ein bisschen zu neigt. Aber ich glaube jedenfalls nicht, dass der sich darauf einlassen kann, dass dir in dem Alter jemand sagt, ey, ich weiß, auch trotz deiner 12er-Siegesserie, du machst vieles falsch, hör mir bitte zu und vertrau mir. Glaube nicht, dass der das kann. Also ich glaube nicht, dass die Ja-Sager nicht da sind. Ich glaube, die wurden aussortiert mit den Jahren. Für mich war die Schlüsselszene, ich glaube, es war die vierte oder fünfte Runde gegen Gaethje. Und er sitzt auf dem Stuhl und in seiner Ecke diskutieren die Leute, ja, wer geht jetzt rein und sagt ihm, wie er kämpfen soll. Und dann kommt Eddie Bravo, Jiu-Jitsu-Coach, der Mann hat nichts mit Striking am Hut, ins Oktagon in einem Interimstitelkampf um den Leichtgewichtstitel der UFC, verdammte Axt. Und Eddie Bravo hat seine Brille vergessen. Und hat nie mal gesehen, was da abgelaufen ist im Oktagon und schaut ihm ins Gesicht und ist extrem kurzsichtig und sieht erstmal, wie der aussieht, der Junge, wie der Katz hat und die Augen zugeschwollen sind und was der eigentlich abbekommen hat. Und sagt dann so, ja, was können wir denn machen? Mach eine Imanari-Roll, probier doch mal eine Imanari-Roll. Hat er halt Alter, als du bist in einem Titelkampf, du bist ein Top-5-Kämpfer und dann kommt der Jiu-Jitsu-Coach und erklärt dir was zu Striking und redet auch irgendwie einen Blödsinn, weil er den Kampf gar nicht gesehen hat, weil er seine Brille irgendwie angebaut hat im Backstage-Bereich. Das ist doch kein professionelles Camp. Und, natürlich nicht. Also man muss da das fairerweise ist, sagen, Eddie du Bravo würdest. hat sich halt immer weh. Ich kann den Typen nicht ab, Hand aufs Herz, ich will den eigentlich nicht verteidigen, aber so fair muss man sein, der hat sich extrem, also er hat ja diese Story so erzählt, hat sich extrem dagegen gewehrt, überhaupt mitgenommen zu werden. Hat gesagt, ich bin kein Head Coach, ich bin der, mit dem du im 10th Planet Grappling trainierst. Liebend gerne, Tony ist mein guter Freund, ich arbeite seit Jahren mit dem, das mache ich. Aber ich wollte nie dahin fahren und ich wollte nicht da rein. Wie du gesagt hast, die Ecke hat gesagt, ey, irgendwer, wir haben alles gesagt, geh da jetzt rein. Und haben den da Kannst so doch nicht quasi sein. reingeschoben.
Das kann doch nicht sein. Also, nee, auch keine Kritik an Eddie Bravo. Ich meine, Hut ab, dass es überhaupt reingeht, weil einer muss ja dann den Mund zusammennehmen, um den Typen vielleicht irgendwie nach vorne zu peitschen, zu motivieren oder vielleicht auch rauszunehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber hätte er nicht mit sich machen lassen. Aber das sind doch nicht die Stimmen, die du haben willst. Wenn du ein Kampfsportler bist, auf Weltniveau, dann willst du Leute haben, die dich jeden Tag fordern. Schau dir mal Volkanovski an als Beispiel. Der sagt, als weltbester Kämpfer in der Division, ich habe Angst, wenn ich zum Training fahre, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt und mein Coach sagt mir auch ganz knallhart, was ich richtig und falsch mache. Die schmieren dem keinen Honig ums Maul und der pumpt die Leute rechts und links um. Ja, das ist halt dieser So Mindset. kannst du nicht arbeiten. So kannst du nicht arbeiten. Du musst ehrliches Feedback haben. Das ist auch immer so in allen Lebenslagen. Es bringt ja nichts, wenn dir die Leute Honig ums Maul schmieren und sagen, das hast du gut gemacht, wenn du es nicht gut gemacht hast. Du kannst ja nur wachsen, wenn du A, Fehler machst oder B, Feedback bekommst, warum, dass du Fehler gemacht hast, wenn du es nicht selbst merkst. Und das ist keine Voraussetzung. Vor allem auch nicht in dieser Phase, nicht gegen diesen Gegner. Und ich denke, ich habe alle Punkte rübergebracht. Für mich ist Chandler der Favorit, aber ich weiß auch, dass Tony Ferguson verdammt tough ist, dass du dir an dem Schädel auch mal wirklich die Lunge auspumpen kannst und dass der das Ding auch drehen kann, tricky Submissions hat. Ich habe halt ein bisschen Sorgen und ich denke, die hast du auch und die haben wir einfach angebracht, weil man kann immer nicht nur Kämpfe tothypen und das wird mit Sicherheit ein geiler Kampf, versteht mich nicht 100%, aber falsch. ich glaube, der wird mir wehtun. Das wird mir ein bisschen ins Herz rausreißen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich den Mann noch sehen will. Ich hoffe, Tony Ferguson wird schnell ausgechoked, blutet bis dahin nicht, hat nicht allzu viele Gehirnzellen verloren, wird dann einfach gecuttet. Das ist eine harte Aussage, aber wenn der den Kampf halt irgendwie gewinnt, dann kämpft er halt Top 10 und dann wird er halt von irgendeinem Rafael Fiziev totgetreten. Und ey, Tony Ferguson wird nie mehr richtig viel in der UFC reißen. Das ist halt einfach Fakt. Der wird viel zu hart getroffen und wie du gesagt hast, ganz ehrlich, ja, der war immer oder ist immer noch ein slicker Grappler auf jeden Fall. Aber wir haben bei Charles Oliveira dieses Taschenmesser, dieses Schweizer Taschenmesser aufgezählt. Das ist er nicht. Oder diese Basisversion. Es gibt ja diese dünnen, wo so sechs, sieben Dinger drin sind. Die sind sau gut und seit Jahren durchdacht und sein Darstock ist unglaublich. Aber du hast so viel Material, du kannst dich auf Tony Fergusons Submissions einstellen. Ich glaube nicht, dass Chandler in einem Das endet, sage ich dir ehrlich. Ja, ich befürchte es auch, aber mei, ich hoffe immer auf ein Happy End. Ich gönn's auch beiden hier, sind gute Sportsmänner. Vielleicht, um ein bisschen happy in diesem Kampf zu sein, es gibt Bildmaterial davon. Chandler bereitet sich ja regelmäßig mit Usman vor, wie Usman Tony Ferguson simuliert, immer Nourish Rolls macht und dabei Lachkicks schiebt. Lass uns zum nächsten Kampf übergehen. Letzte Worte dazu. Ich bin mir sicher, dass ich ausraste, wenn beide einlaufen. Ich weiß, dass Tony Ferguson diesen verrückten Blick haben wird, dass er voll motiviert ist. Und das ist ja auch so geil an ihm. Ich weiß, Ich dass ich auch. hyped sein werde und diesen Kampf auch hypen werde als Kommentator. Aber ich habe diesen Hintergedanken einfach. Ich habe heute Tu ein dir. Meme gesehen. Wenn ich es finde, und das muss heute Abend passieren, dann werde ich dieses Video schneiden, blende ich es hier ein. Auf jeden Fall stehen so vier Typen in Reihe, salutieren alle und haben alle einen Steifen. Und darüber steht so jeder MMA-Fan, wenn er Michael Chandler und Tony Ferguson einlaufen sieht. Natürlich, ich auch. Wunderbar, wunderbar. Also, wer das nicht so empfindet, gut, muss man jetzt nicht erregend finden, aber der hat das Ding nie geliebt, ja, diesen Sport. Aber du hast recht. Wir kommen zum nächsten Kampf, wo ich auch wieder ein bisschen Sorgen habe. Meine Fresse. Mauricio Shogun Hua gegen Owens St. Preux im Halbschwergewicht. Warum habe ich da Sorgen? Shogun ist ja auch eine Legende. Ich gebe es ja zu. Bei Pride war ein etablierter Kämpfer, seit 20 Jahren im Game. Das ist unglaublich. Der Typ ist in meinem Alter. Der ist seit 20 Jahren in diesen Ligen Ja, unterwegs. und wer Das sich diesen gibt es nicht mehr. Pride-Record allein ansieht. Im Einfach nur krank. 2003 sein Debüt gegeben. Einfach. Rampage besiegt, zweimal Overeem besiegt, Mark Coleman gekämpft, Kevin Randleman besiegt. Das ist so. Und das, bevor er in der UFC war, das ist krank. Dann kam der UFC-Run, genauso, so nach diesen, jetzt mal 10 Legenden gekämpft und jetzt komme ich in die UFC. Das Problem ist halt, er kämpft in der Phase dieser Karriere und das passt super gut, weil wir erst letzte Woche drüber gesprochen haben, oder diese Woche war es sogar, nicht wie ein Andrei Arlovski. Der bleibt nicht auf Distanz, der verbessert nicht seine Beinarbeit, der schneidet nicht mehr Winkel als sonst und wartet ein bisschen geduldiger seine Chancen ab und versucht sich auszudenken, wie kann ich den Kampf über Punkte gewinnen. Wie kann ich Punktrichter davon überzeugen, dass ich einfach der bessere, der slickere Striker bin und tüte das Ding einfach ein und meine Kinder erkennen mich, wenn ich heimkomme noch. Das ist er einfach nicht. Er ist immer noch der Ganzlinger. Er hat immer noch zwei Revolver und pumpt die leer und lädt sofort nach. Das ist immer noch Shogun Hua. Und er hat halt hier OSP, der physisch stärker ist, der athletischer ist.
bei dem es aber trotzdem auch darauf ankommt, wie motiviert er ist. Er wollte auch mal ins Schwergewicht, weil er keinen Bock mehr hatte, Gewicht zu machen und ein bisschen mehr essen wollte und ein bisschen besser leben wollte. Trotzdem, ich sehe einfach nicht, wie Shogun an diesem Kampf gewinnen will. Nicht in dieser Phase seiner Karriere. Ich auch nicht. Also ich bin absolut kein OSP-Fan, muss ich sagen. Eher Kritiker. Ich weiß nicht warum. Der überzeugt mich irgendwie nicht. Weil er so inaktiv ist und irgendwie so viel im Rückwärtsgang ist, obwohl ich mir denke, hey, du hast doch Knockout-Power, kämpf doch ein bisschen. Also, ne, als dafür, dass du in der UFC kämpfst und das, was ich von Leuten, die dort agieren, erwarten, immer in Relation sind. Ich bewerte einen UFC-Kämpfer. Ich würde eh nur fliehen in der UFC und werde auf jeden Fall disqualifiziert, weil ich den Kampf noch viel mehr scheue als der. Sowieso, klar. Aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, der vertraut selbst nicht so richtig in seine Kräfte und irgendwie auch nicht in sein Kinn. Und irgendwie wirkt er auf mich im Cage von, ja, so ab dem ersten Schlagabtausch immer besorgt. Glaube aber auch, dass es ein Kampf, da wird es einfach reichen. Ist der deutlich größere Mann, hat auch eine krasse Reichweite mit 2,3 Meter, laut Topology jedenfalls. Er kann die natürlich auch ausspielen. Ich will jetzt irgendwie nicht OSP alle Fähigkeiten im Striking wegnehmen. Und wie du gesagt hast, Shogun Rua geht halt nach vorne und wird auf jeden Fall den Schlagabtausch suchen. Und ich glaube auch, Shogun Rua wird sehr schnell wegbrechen. Und das ist vielleicht für den gar nicht mal so doof, eine Zeit lang mal rückwärts laufen und lass den sich mal müde schlagen. Und 3 Minuten, okay, wir haben es erreicht, der ist leer. Ich glaube halt nicht, ich traue dem nicht mehr konditionell allzu viel zu. Ja, dass man den irgendwie gegen Nogueira nochmal hat kämpfen lassen, war super. Und für mich hätte der mit dem Sieg sagen müssen, okay, danke, geil. Das Ding habe ich noch gewonnen. Das war so ein Name, den kenne ich seit Ewigkeiten. Hab's mir nochmal bewiesen und jetzt ist vorbei. Aber ja, ich stehe halt immer noch im Cage und OSP ist jetzt auch nicht viel jünger. 2 Jahre, aber ich habe auch das Gefühl, diese 2 Jahre sind irgendwie bei dem, ja, noch entscheidend. Keine Ahnung. Der wirkt auf Ja, mich jünger. das Oktagon-Alter ist ein anderes. Also wenn du die Resultate liest, ich meine, ich will Shogun nichts wegnehmen. Ich schließe auch nicht aus, dass er diesen Kampf gewinnt. Ganz im Gegenteil. Er hat von seinen letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 gewonnen und einen unentschieden. Also von den letzten 8 nur 2 verloren. Aber das ist eine große Spanne. Da reden wir von 2015 bis jetzt 2022. Der war jetzt auch fast wieder 2 Jahre weg. Und was mir halt Sorgen bereitet, sind die vielen K.O.s, die halt hier in der Vita stehen. Ich meine, gegen Paul Craig TKO, gegen Tyson, gegen Anthony Smith durch K.O. verloren, gegen Ovince St. Preux, das ist ja ein Rückmatch, durch K.O. verloren, das war damals in der ersten Runde nach 34 Sekunden, gegen Dan Henderson durch K.O. verloren, von Chael Sonnen gefinisht worden, von hier John Jones gefinisht worden, Alles von sehr krasse Forrest. Namen, alles. Alle, der Typ ist ja auch einfach super stabil. Das ist ein Ehrenmann. Der hat ja nie Nein gesagt. Wenn Forrest Griffin gesagt hat, ich will dich kämpfen, dann sagt er natürlich ja. Das ist Shogun Rua. Deswegen lieben wir ihn ja auch alle. Aber ich weiß nicht, ob es nicht irgendwann reicht. Auf der anderen Seite musst du auch sagen, es ist jetzt auch von der Bilanz und von seinen Statistiken her, die sind voll in Ordnung. Die sind mehr als UFC-Durchschnitt. Also Striking Accuracy überm Durchschnitt, Strikes Landed per Minute überm Durchschnitt, Takedown Defense überm Durchschnitt. Es ist nicht so, dass der nicht mehr wettbewerbsfähig wäre. Ich weiß halt nicht mehr, was er noch zu beweisen hat, ob es in der Phase dieser Karriere gut ist, gegen einen Typen zu kämpfen, der von 240 Pfund runtercuttet und ein Ex-Footballspieler ist. Ich schätze halt meine Legenden und ich weiß, was sie geleistet haben und weiß, dass ich dankbar bin für die vielen Tapes, die da hinten im Schrank stehen und die geilen Momente, die geliefert haben. Ich frage mich halt, ob es nicht irgendwann gut ist. Aber wer bin ich? Ich bin ein Popcorn-Furz aus Bayern und kommentiere das Ganze am Wochenende und der steht halt seit 20 Jahren im Käfig. Ich hoffe, er kann es besser beurteilen als ich. Ich weiß nicht, ob Kämpfer das manchmal so objektiv beurteilen oder ob die einfach den Instinkt, diesen Kampfgeist nicht besiegen können und immer nur sich am Ende mit der Hand in der Luft sehen und davon überzeugt sind, dass sie das Ding gewinnen. Ja, Ich oder hoffe, halt dass seit es anders 20 ist. Jahren so ihr Geld verdienen und merken, das Leben ist teuer. Safe. Ja, ich muss sagen, in der Hinsicht, also ich bin auch ein bisschen deprimiert bezüglich diesem Kampf. So offen und ehrlich kann ich sein. Ich will die eigentlich beide nicht mehr sehen. Aber ich habe die UFC schon anders erlebt und finde das Matchmaking dafür. Also du hast beide unter Vertrag, die sagen dir beide, ey, wer ist mein nächster Gegner, wer ist mein nächster Gegner? Okay, die wollen wirklich noch kämpfen. Das Geld nehmen wir mit. Die Namen ziehen ja auch bei vielen Leuten. Das betrachten nicht alle Leute so wie du, sondern haben einfach nur die tollen Erinnerungen an den Rampage-Kampf von vor 100 Jahren und denken nochmal Shogun, geil.
Das Matchmaking ist ganz cool. Also die UFC ist teilweise auch dafür da, dann irgendwie, keine Ahnung, Jimmy Crute ranzuholen und sagen, irgendwie überzeugst du die Leute noch nicht, pump mal diese Legende weg, dann kennen dich die Menschen. Halt wegen Shogun eingeschaltet und Jimmy Crute kennengelernt. OSP gegen Shogun Rua. Ich brauche ihn nicht, aber es ist so, es wirkt einigermaßen auf Augenhöhe und das finde ich dann noch ganz versöhnlich, würde ich vielleicht sagen. Gute letzte Worte zu diesem Kampf. Ich glaube, das kann man auch als Steilvorlage nehmen für den nächsten Kampf im Voll. Leichtgewicht. Das ist auch so ein Legendenfight. Donald Cerrone gegen Joe Lauzon. Schöner Legendenkampf, gefällt mir. Gutes Matchmaking und auch ein bisschen Respekt für Donald Cerrone, ihn hier nicht gegen die Jungen zu verfüttern. Ich glaube, er ist hier sogar der Favorit. War in den letzten Jahren wesentlich aktiver als sein Gegner. Einzige Problem an diesem Kampf, wenn ich mich in Donald Cerrone reindenke, 38. Kampf in der UFC für ihn. Und wenn wir eines wissen aus dieser Zeit, und es gibt ja wirklich genug Referenzmaterial, er ist ein Slow Starter. Donald Cerrone ist keiner, der rausgeht und in der ersten Minute mit 5 Wheel Kicks die Gegner in den Rückwärtsgang bringt. Wenn wir auf der anderen Seite Joe Lauzon betrachten und uns in den reindenken, der startet immer schnell. Und es kann vor allem schnell chaotisch werden auf dem Boden, wenn er kämpft. Cerrone ist hier für mich der leichte Favorit, aber ich glaube, man darf Joe Lauzon, auch wenn er lang weg war, nicht unterschätzen. Er hat eine Menge Erfahrung und die erste Runde, da ist er immer brandgefährlich. In wilden Scrambles und in unübersichtlichen Situationen und in tiefen Gewässern am Boden, da kann er dich auch mal ersaufen. Ja, was für mich so ein X-Faktor ist, bei dem man nicht weiß, wem man den jetzt auslegen soll, positiv oder negativ. Der Kampf ist im Lightweight. Das ist für Donald Cerrone auf jeden Fall ein Cut. Haben wir ja oft genug im Welterweight gesehen. Und der sollte eigentlich auf der letzten Fight Night schon stattfinden. Keine Ahnung warum. Der Kampf wurde eine Woche verschoben. Weiß nicht, ob du da schon Informationen hast. Ich habe noch zwei Fragen. Hoffe, dass dich nicht allzu schlecht bei zu dem Kampf, die ich mir in der Zeit nicht beantworten konnte. Zugegeben, habe ich die Zeit dafür nicht mehr gefunden, mir die zu beantworten. Aber du weißt, wie es ist, ne? So ein Weight Cut ist in den meisten Camps auf jeden Fall auch relativ fest eingeplant. Und es gibt schon, ich habe schon von kurzen Angeboten, also Leute wurden schon gefragt, könntest du vielleicht 2 Wochen vorher kämpfen? Wir bezahlen dich auch besser. Und ich habe gesagt, nee, mein Weight Cut ist eingeplant. Ich bin gerade noch in der Phase. Nächste Woche geht es dahin. Und dann bin ich seit Monaten genau darauf ausgerichtet, dass ich an Tag X kämpfe. Geht nicht, 2 Wochen da einfach mal zu verschieben. Keine Ahnung, wem das jetzt wehtut oder in die Karten spielt. Das möchte ich noch kurz gesagt haben. Frage Nummer 1: Weißt du, warum der Kampf gegen Nico Price von Donald Cerrone im Nachhinein zu einem No Contest ernannt wurde? Das Nico Price wegen Doping, ne? War ja eigentlich Ich ein Draw. glaube, also ja, offiziell Doping, inoffiziell wurde, glaube ich, positiv auf Ah. Marihuana Metabolites quasi getestet. Also Stimmt, 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 stimmt. da muss man, finde ich wenigstens, kann jeder gerne anders sehen. Mein Gott, das sind die Regeln, okay, anders sehen, weil gut, das ist für mich keine leistungssteigernde Substanz Ja. und dann ist es halt so. Das kann ich dir sagen. Schöne Szenen auf jeden Fall. Falls jemand nicht kennt, schaut euch vielleicht mal die Urteilsverkündung dieses Kampfes an. Ich habe es sehr geliebt, wie Nico Price sich über dieses Draw freut. Hat sich so richtig abgefeiert. Ja, klar, respektiert den halt voll, ne? Und so soll es ja auch sein. Im Endeffekt würde man sich vielleicht öfter wünschen. Also das ist das, was ich da rausgefunden habe. Warum der Kampf verschoben wurde, tatsächlich, also auf Sherdog gab es einen Artikel dazu, die haben auch nichts Ja, Genaueres das habe ich schon rausbekommen. mitbekommen. Das Positive ist halt, und deswegen freut es mich, dass die Verschiebung stattgefunden hat, die können halt vor Publikum kämpfen. Also Donald Cerrone gegen Joe Lauzon, ich bitte dich, wie viele Kämpfe werden beide noch machen? Also da wird jetzt keiner von beiden noch 10 Kämpfe in der UFC machen, die werden wir noch ein paar Mal sehen und dann gönne ich den Payday von dem Pay-per-View und ich gönne denen das Publikum. Das haben sie verdient. Weißt du, warum Joe Lauzon so lange weg war? War der irgendwie verletzt, auch Ja, da irgendwie? gab es ein paar Verletzungen, ja, was ich mitbekommen habe, aber ich weiß nicht, ob das der Primärgrund war. Manchmal sind sich Kämpfer in der Phase dieser Karriere von Joe Lauzon, in der er ja nun mal ist. Ich meine, es ist das letzte Viertel, machen wir uns nichts vor. Auch nicht sicher, ob sie und wie sie weitermachen wollen. Da ist man vielleicht auch ein bisschen picky. Aber ich denke, das ist ein Matchup, das dürfte ihn interessieren. Das ist eine nummerierte Card. Das ist Donald Cerrone, verdammte Axt. Ich glaube, das konnte er nicht ausschlagen. Also man muss ja natürlich Donald Cerrone auf jeden Fall positiv auslegen, dass der super viel auch kurzfristig annimmt. Auch Totaler Company Man. super, ja absolut, super viele Kämpfe kämpft, harte Kämpfe kämpft.
super krasse Namen kurzfristig annimmt, wo sich jeder Zweite gedacht hätte, nein, danke, die kämpfe ich auch nicht vorbereitet. Oder versuche lange irgendwie an denen vorbei zu dribbeln. Die Frage natürlich, genau weil er so ein Company Man ist, weil er so eine Legende ist. Aber wer sich den Rekord anschaut, sieht da in letzter Zeit sehr, sehr viel rot. Kannst du dir vorstellen, dass wenn Donald Cerrone hier klar besiegt wird, die UFC auch einfach sagt, Donald, das war es auch unsererseits, selbst wenn du noch Bock hast? Kann ich mir, es wird Gespräche geben, aber das ist so eine BJ Penn-Situation. Da Nein. muss brutal viel passieren, dass die sagen: Nee, jetzt nicht mehr, Junge, das können wir lieber verantworten. Das ist Donald Cerrone. Und ey, Donald Cerrone, ich meine, 2019 noch Alexander Hernandez gefinisht und gegen Ella Quinter gewonnen. Ist nicht so lang her. Okay. Gesundheit. Ist nicht so lang her, aber danach Entschuldigung. halt Tony Ferguson, Gaethje, McGregor, Pettis, unentschieden gegen Nico Price und Alex Morone. Alles verloren. Ja, das problematisch ist halt, es ist keine Chance gegen Ferguson, Gaethje und McGregor zu verlieren, aber es ist halt jedes Mal durch TKO und es sind böse Niederlagen. Also McGregor, was waren das, 40 Sekunden, das habe ich kommentiert. Gaethje, das war auch TKO in der ersten Runde. Tony Ferguson, ich glaube, da hat sogar der Arzt gestoppt nach der zweiten oder so. Ja, Ach, weil der die Nase durchgeblasen hat und das das Auge war das, raus hat. wo die Trainer gesagt haben, ja, nicht die Nase ausschneuzen, ne? Naja. Ja, nicht pusten und er pustet und boah, hat so einen Ballon im Gesicht. Ja, cool. Gegen Anthony Pettis, okay, das war relativ Zwischen sportlich. Gaethje und Ferguson lagen 3 Monate. Das ist halt auch so. Lass das. Sorry, aber auch da muss ich sagen, wenn du Coach bist und dein Gegner wird am 8. Juni 2019 vom Doktor rausgenommen und du erlaubst dem am 14. September wieder zu kämpfen gegen den härtesten Puncher in dieser Division, hast einen Vogel. Da sollte man keinen Kämpfer, für keinen Kämpfer die Verantwortung übertragen. Das solltest das einfach nicht machen dürfen. Das ist vollkommen verantwortungslos. Pettis hat da Das 4 Monate ärgert mich. nach McGregor gekämpft. Das ist okay, das sind das wenigstens, ja, es ist auch kein halbes Jahr, aber ich habe dann ja, ich sehe da halt immer den Menschen, das sehen viele anders, das sieht man ja auch manchmal in den Kommentaren, dass uns nicht jeder recht gibt. Also zum Thema Fighter Pay gab es ja auch letztens Argumente, wo ich sage, puh, relativ bedenklich, was manche Menschen da äußern. Für mich ist das ein Mensch, der soll ordentlich Ach, bezahlt und Gott. ordentlich behandelt werden, aber Grüße whatever, dich. kann jeder seine Meinung haben. Mein Thema sage ich zum letzten Mal in diesem Podcast. Ich finde, UFC-Kämpfer im Schnitt sind unterbezahlt. Ich sage, sind viel zu unterbezahlt. Wenn das jemand anders sieht und sagt, ja, die müssen hungrig sein, ja, Sonntag in der Nacht, da will ich ja was Ordentliches sehen, wenn ich meine Chips fresse. Okay, friss deine Chips und hau zu, wie sich Leute für 3000 Dollar die Nasenbeine brechen. Ich finde es katastrophal, aber das ist das letzte Mal auch, dass ich mich zu dem Thema äußere, weil da fange ich gleich wieder an zu ranten. Auch wenn manche lieben das ja, wenn ich rante. Wenn ich sage, ich will nicht ranten, dann rante ich meistens. Das stimmt sogar, das hat einer geschrieben. Ja, Donald Cerrone bringt das ordentlich zu Ende. Ich werde Niklas Stolze mal fragen, was er für einen Eindruck hat. Der hat ja mit Donald auch trainiert. Ist ein super Typ, ist ein Charakter, ist der Cowboy. Wenn der reinkommt, ab der ersten Sekunde weiß jeder, was ihn da erwartet. Leidenschaftlicher Kämpfer. Company Man ist nie eine Herausforderung aus dem Weg gegangen. Wir erleben alle Donald Cerrone und deswegen hoffen wir auch alle, dass er die Karriere ordentlich zu Ende bringt. Und ich finde, das ist so, sogar ein ordentlicher Kampf in der Phase Ja. dieser Karriere. Gegen Joe Lauzon, das lasse ich mir eingehen. Ich will aber Donald Cerrone nicht mehr gegen Top 5 Power Puncher alias Justin Gaethje oder Michael Chandler sehen. Sorry, das bringt mir bitte das nicht mehr, aber das ist okay. Auf jeden Fall. Ja, freut mich auch, dass so jemand dann nochmal eine Karte eröffnen darf. Das ist auch eine gute Platzierung auf der Karte. Also, ja, kann ich auch wirklich gut mit leben. Lass uns vielleicht noch ein paar Worte zu den Prelims-Kämpfen sagen. Karis Williams kämpft, von dem schwärmst du ja wirklich schon seit sehr langer Zeit. Hat es mit Randy Brown zu tun. Nicer. Nicer, wirklich sehr, sehr nicer Kampf. Also Karis Williams halt mit sehr großer Reichweite, die konnte er immer gut nutzen. Aber jetzt haben wir halt Randy Brown, der deutlich größer ist und eine gleiche Reichweite hat. Und vor allem halt auch ein wirklich kreativer Striker ist, der mit der umzugehen weiß. Gutes Ding. Freue ich mich Ja, auf den Kampf. heftig. Wird richtig heftig. Chaos Williams. Der Name sagt alles. Also, wenn du Chaos heißt und wenn dich Leute Chaos nennen, dann. Ja, bist ja wahrscheinlich nicht so der ruhige Charakter. Also, hast ein paar Schellen verteilt in deinem Leben. Also, Kennst du die Story, wie der zum MMA kam? ja, ich kenne viele Stories über ihn.
Ja, vielleicht für die Zuschauer ein Street Fight Video, von dem ist so in der Hood viral gegangen, wo er in 10 Sekunden jemanden ausnockt. Und die ganzen Jungs aus der Nachbarschaft waren so überzeugt seit dem Video davon, dass der kämpfen kann, wurde von jedem belabert, ey, du musst das professionell machen, du kannst dich so gut boxen. Dann ist halt in den Gym gegangen und hat dann BJJ angefangen. Finde ich interessant, dass das dann, wenn jemanden umnockt, dann gehe ich grappeln, aber egal, hat dann mit Kampfsport begonnen. Fand ich irgendwie lustig. Also auf den ersten Gedanken zumindest. Ja, er ist Chaos Williams, sagt alles. Auf der anderen Seite Rude Boy, Randy Brown, riesig für die Gewichtsklasse. Ein riesiger Brummer. Also, Ah, ich sorry. finde auch. Er ist zum MMA dadurch motiviert worden. Dann Ja. ergibt es natürlich auch Sinn mit BJJ. Ja. Randy Brown ist der komplettere Kämpfer, würde ich sagen. Ja? Aber Chaos Williams hat natürlich die von dir beschriebene Power vom anderen Stern. Ist manchmal ein bisschen verkrampft. Wenn er trifft, ist natürlich gute Nacht. Also das ist wie wenn eine Abrissbirne schwingt. Und wenn er in den Groove kommt, ist er deswegen gefährlich. Darf hier nicht verkrampfen, darf nicht so zwanghaft aufladen, minutenlang und irgendwie so die Lockerheit verlieren. Was schwierig ist gegen Randy Brown, denn er ist viel vielseitiger und es ist von rein von den Fähigkeiten, wenn ich so Stichpunkte machen müsste zu allen Fähigkeiten von Randy Brown und zu allen Fähigkeiten von Chaos Williams, da hätte ich wesentlich mehr Stichpunkte bei Randy Brown. Und darf sich da nicht überfordern lassen, darf sich nicht seine Stärken berauben lassen, muss, es hört sich immer so saudumm an, aber muss locker bleiben in diesem Kampf. Nicht versuchen von Runde 1 an, ich muss unbedingt die Garde ins Ziel bringen und den Kopf von den Schultern reißen. Ich Ja. glaube, so wird es nichts. Aber das Potenzial zum Sieg hat er auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr taffer Kerl. Das ist ja auch wirklich, also, ne, wir haben viele Leute mit irgendwie hartem Background, aber Chaos Williams ist schon ein richtiger Ghetto-Boy, so. Also, weiß Ja. nicht. Dann, das erklärt dann natürlich auch irgendwie die Streetfight-Videos und die Art, wie er sich gibt und irgendwie, was das für ein Mensch ist. Also, Mutter kam irgendwie, als er 4 war, ins Gefängnis, dann von der Tante adoptiert, Vater war nie da für die Familie und halt selbst halt auch Knastvergangenheit, die Highschool da abgeschlossen und so aus dem Gefängnis heraus. Er ist ein krasser Typ auf jeden Fall, aber kämpfen kann er. Trotzdem, ich mag Randy Browns Stil. Zugegeben, route ich so ein bisschen für ihn und ich weiß halt unterm, also ich habe da irgendwie keine klare Tendenz, so ein bisschen. Aber ich freue mich auf den Kampf deutlich mehr, muss ich sagen, als auf die letzten beiden besprochenen. Also. Ich glaube, dass dieser Kampf wird richtig, richtig Spaß machen und danach sieht man halt von mir aus ein paar Legenden, aber das sind die jungen Hungrigen, die werden beide richtig ackern für den Sieg. Da wird, wie gesagt, viel Reichweite, die genutzt, also vor allem Randy Brown weiß ich zu nutzen, aber Chaos Williams ja auch. Das wird ein wirklich gutes Duell, da bin ich fest von überzeugt. Wir könnten vielleicht noch erwähnen, dass natürlich auch Francisco Trinaldo kämpft, noch eine weitere Legende auf der Karte, auf jeden Fall viele Legenden. Ja, Brandon Royval gegen Matt Schnell wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Kampf, sehen wir auch auf den Prelims. Macy Chiasson, für mich ja auch eines der besten Federgewichte, die wir so haben. Traue ich eigentlich vieles zu der Frau. Gute Karte auf jeden Fall. André Fialho, ich struggle irgendwie immer an dem Namen, weil ich nicht ganz sicher bin, wie man ihn ausspricht. Hat ja auch Fialio. zuletzt noch gekämpft und überzeugt mich auf jeden Fall auch. Super Boxer. Gutes Schwergewichtsding dabei. Ist auf jeden Fall ganz solide Karte, aber so ein bisschen top-heavy ist sie. Trotzdem dieses Main Event, das wird mich richtig anfeuern. Auf diese Lightweight-Krone ist man einfach, also auf Kämpfe um die ist man einfach immer gespannt. Rose Namajunas wird immer Spaß machen. Und natürlich auch, Mann, du hast es gesagt, wir waren jetzt beide so ein bisschen deprimiert. Wir haben die Frage von Kai mit aufgenommen, der ja, der so für mich der Einblick irgendwie in natürlich auch viele MMA-Köpfe sind. Es hatte in dieser Facebook-Gruppe auch viele Daumen nach oben. Jeder hat verstanden, warum man die Frage formuliert. Also, aber wie du gesagt hast, wenn die einlaufen, werde ich auch auf diesen Kampf so heiß sein. Es wird ein Feuerwerk und es wird Spaß machen. Die stehen da beide freiwillig im Cage. Wenn man da Gehirnzellen verliert, kann man sich dann ja auch irgendwann einfach drauf einlassen. Bisschen selbst dran schuld, ist halt dein Job. Wenn du dich dafür entschieden hast, dann gib auch, dann entertain mich auch. Ja, solange man vernünftig bezahlt wird, das ist ja in dem Fall tatsächlich annähernd der Fall. Eine Information noch zu diesem Federgewichtskampf zwischen Macy Chiasson und Norma Dumont. Die sind beide Top 15 gerankt im Bantamgewicht. Finde ich interessant. Ich begrüße es auch, dass beide im Federgewicht antreten. In einer Gewichtsklasse, in der sie nicht so krass Gewicht machen müssen. Vor allem Dumont hat ja wirklich heftigst gestruggelt mit dem Weight Cut. Ich fand die im Federgewicht viel besser, hat mir viel besser gefallen. Ja, und Chiasson ist ja auch riesig. Also macht schon Sinn, auf jeden Fall die beiden da oben zu sehen. Ja. Why kill yourself? Wie bitte? Why kill yourself? Eben.
Die performen ja gut im Federgewicht. Dann bringt euch doch nicht um und hungert dann nochmal 10 Pfund runter oder dehydriert, je nachdem. Ja, und ich verstehe halt auch, also ne, wenn du von mir aus so eine Division hast, wo du irgendwie sagst, da kann ich wirklich nichts reißen, meine sportlichen Perspektiven sind so viel größer in der kleineren. Ich habe regelmäßig gelernt, ich bin dann doch, ich bin irgendwie so zwischen den Gewichtsklassen, ich bin zu leicht irgendwie fürs Federgewicht. Das ist ja bei beiden nicht der Fall. Federgewicht ist genauso dünn besetzt, wenn nicht dünner. Da kann man gleichermaßen super schnell einen ja, Title Shot bekommen. Für beide macht es körperlich Sinn. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine die andere wegmobbt, die eigentlich nicht dahin gehört. Es macht für beide Sinn. Kampf auf Augenhöhe. Wird, glaube ich, auch ein wirklich guter Frauenkampf. Bin ich mir auch sicher. Hoffe. Unsere Folge war vergleichbar gut. Hoffe, die Zuhörer haben sie genossen. Ich würde an der Stelle vielleicht nochmal auf den YPSI Shop verweisen. Nochmal Yes. vielleicht schöne Grüße an Wolfgang Unsold, auch wenn ich ihn noch nicht kenne. Den lernst du noch kennen hier im Podcast. Jawohl. Laden wir ein. Sehr, sehr cooler Sponsor auf jeden Fall. Danke wie immer fürs Einschalten. Falls ihr es noch nicht getan habt, checkt in der Q&A aus. War eine der coolsten Ausgaben für mich. Wirklich, hat echt Spaß gemacht, die aufzunehmen. Wir haben schon eine Stimme dazu zumindest mal gehört, die einfach schon gesagt hat, ich freue mich aufs nächste Q&A, als ob feststeht, dass es wiederkommt. Aber uns hat es Spaß gemacht. Ich glaube auch, die Zuhörer haben es genossen. Also gerne auch Feedback dazu. Ja, abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Gebt uns ein Like, gebt uns ein Kommi. Die gleichen Aufforderungen wie immer. So läuft es halt auf YouTube. Genießt das Event und ihr könnt nächste Woche wieder mit uns rechnen. Ja, da gibt es auch ein paar Ankündigungen. Ich wurde von ein paar MMA-Promotions hier in Deutschland kontaktiert. Ich kann vielleicht ein paar coole neue Sachen rausgeben. Und auch von mir nochmal die Aufforderung. Leute, wir brauchen diese verdammten 1000 Abos. Gebt uns ein bisschen Liebe. Also auch wenn ihr das Ding als Hackmans MMA-Show hört, okay, macht uns nicht glücklich, aber hüpft kurz rüber auf YouTube. Gebt uns ein Abo, lasst einen Kommentar da oder ein Like, das müsst ihr dann selbst entscheiden. Aber bitte, 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 ein Abo, das tut euch nicht weh. Und wenn man sieht, wir haben so 500 plus Abonnenten und 50 plus Folgen, wir haben pro 10 Abonnenten eine Folge aufgenommen. Ey, das ist ein Quotient, der ist nicht ganz fair. Ihr müsst uns mehr Liebe geben. Also, das ist so eine Beziehung. Ihr nutzt uns nur aus, weil wir einen schönen Körper haben. Also, ich finde, ihr müsst auch mal ein bisschen über das Ausnutzen rausgehen und auch mal ein bisschen euch auf die Beziehung einlassen. Also das findet nicht nur am Wochenende statt, das Ding. Ihr müsst auch mal Eis essen gehen mit uns oder so. Also es geht so nicht weiter, sonst suchen wir uns wen anderen. Ich habe keinen schönen Körper. Ciao.